So, der nächste bitte. Ich habe eine Frage an die 24 und zwar hast du uns in den letzten Wochen erzählt, dass du eventuell kandidieren wirst für die Landesliste, die nächsten Wochen immer ein bisschen genauer, dass du es auf jeden Fall machen wirst. Meine Frage jetzt, warum hast du erst gestern dich auf die Liste geschrieben und hast du den Leuten, die interessiert sind, die Chance genommen, dich zu fragen im Voraus? Weil du warst auch in einigen Crews gewesen, so wie ich weiß. Wunderbar. Gut, dass du es so gesagt hast. Ja. Ich war in vielen Crews und vielen Aufstellungsversammlungen und Gebietsversammlungen überall hier in Berlin, entweder um als Wahlleiter mich anzubieten und zu helfen und natürlich auch die Leute kennenzulernen außerhalb meiner Crews und meines Stadtbezirks, wo ich die Crews alle kenne, weil es ja auch wichtig ist, dass Leute mich nicht nur heute in den 8 Minuten kennenlernen, sondern eben auch länger und ausführlicher. Mein Wunsch, hier heute bzw. überhaupt für die Bundestagswahl 2013 zu kandidieren, habe ich schon Anfang 2011 im Januar nach der Abgeordnetenhauswahl Listenaufstellung bekannt gegeben. Da kannst du gerne Steffen zum Beispiel fragen, der weiß das auch. Danke. Der Nächste. Okay, ich weiß, dass es schwierig ist. Alle, die ich befragen wollte, haben keine Zeit mehr, bis auf Miriam. Du hast nur noch 13 Sekunden. Also, es sind eigentlich 2 Fragen sogar. Sorry. Also, die erste Frage ist, das ist nur eine Ja-Nein-Frage, das ist einfach. Die erste Frage ist, könntest du dir vorstellen, für den Fraktionsvorsitz im Deutschen Bundestag zu kandidieren? Und die zweite Frage ist, ein Stichwort, für mehr Zeit wirst du auch nicht haben. Du hast vorhin gesagt, dass du im GO-Ausschuss und, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, GO-Änderungen machen möchtest. Ein Stichwort, was als allererstes, was ist am schlimmsten? Was muss geändert werden? Nein, also Fraktionsvorsitz nicht. Es gibt andere Posten, auf die ich scharf bin, zum Beispiel parlamentarische Geschäftsführerin oder Vizepräsidentin. Zu den GO-Anträgen, es geht um die Transparenz in den Ausschüssen, zum Beispiel das Parlamentsfernsehen in die Ausschüsse zu bringen. Punktlandung. Der nächste bitte. Wie würdet ihr das erhalten, wenn ihr im Deutschen Bundestag sitzt? Mir ist egal, wer das jetzt beantwortet. Und zwar, man kommt in Europa immer mehr auf die Idee, eine Zinsabschlagsteuer bei den Börsen zu verlangen. Wie würdet ihr das aktiv unterstützen und auch entsprechend kommunizieren? So, such dir bitte einen aus und stelle eine persönliche Frage. Also es gibt noch so ein paar Leute, die Zeit haben. Gerald, Sebastian, der Hans. Meinetwegen Sebastian. Und Fabricio, super. Sebastian, ja, du bist dran. Moment. Guck mal, wenn der Daumen da kommt und dein Mikro an ist, dann geht's los. Okay. Ist da jetzt ein Daumen? Okay, Zeit läuft. Ganz ehrlich, das ist absolut nicht mein Thema. Ihr kennt meine Themen. Der Enno hat gerade gesagt, das ist eine gute Idee. Ich glaube, da kann man dann einfach miteinander vernünftig reden und feststellen, da gibt es Leute mit Ahnung. Da bin ich jetzt wirklich nicht der Mensch in der Wirtschaftspolitik, der dazu groß sagen kann, dass das was ist. Ich stürze mich lieber auf die anderen Themen. Ja, ich würde gerne nochmal die Rückfrage stellen, weil meine Frage nicht beantwortet wurde. Also erstens, warum hast du dich erst gestern auf die Liste geschrieben? Und als Zusatz, warum hast du dich nicht wie alle anderen ganz unten hingesetzt, sondern mitten in die Liste rein? So, ich bin jetzt kein Internet-Nerd, vielleicht wie einige von ihr oder du auch, und habe das immer auf meiner Kandidatenseite schon bekannt gemacht. Und die zweite Frage war gewesen, das habe ich ja gerade gesagt, und die andere Frage? Du hast die Frage nicht beantwortet. Warum hast du erst gestern kandidiert? Hast du nicht beantwortet. Ich habe nicht erst seit gestern kandidiert. Das habe ich auf der Gebietsversammlung im Grünen Haus, das war letztes Jahr, bekannt gegeben, da warst du auch dabei, frag den Fraktionsvorsitzenden, das habe ich immer wieder gesagt. Das habe ich im Januar 2011 schon gesagt, nach der Aufstellungsversammlung für die Landtagswahl, für das Abgeordnetenhaus. Ist er dran oder nicht? Nee, der Nächste ist dran. Hast du... Ja, er hat seine Redezeit auf.
Ja, kann er ja. Nee, es geht ja um den. Wolltest du einen anderen befragen? Du hast vorher angekündigt, dass du zwei Fragen stellen willst, oder was? Na egal. Nächster jetzt. Wir fangen, machen es gleich. Und los. Ja, vorhin hat jemand gesagt, die außerparlamentarischen Initiativen sind wichtig und die parlamentarische Arbeit ist wichtig. Jetzt die Frage, ich weiß jetzt, ich kann es nicht so genau sehen. Ich glaube, Hans-Martin und Sebastian haben noch Zeit. Wie stellt ihr euch die Zusammenarbeit vor und wie wichtig schätzt ihr die außerparlamentarische Arbeit und die parlamentarische Arbeit im Zusammenspiel, damit die Gesellschaft sozialer, demokratischer, gerechter und umweltbewahrender werden kann, wie einige es erwähnt haben. Das ist das Ziel Ihrer Arbeit und das finde ich gut. Wie stellt ihr euch das vor, das zu fördern? Sehr weites Feld. Wir kennen uns ja von Occupy am Bundespressestrand und da hätte ich erwartet, als außerparlamentarischer Aktivist, dass ein paar Leute vom Bundestag sich mal die Mühe machen würden, die Brücke zu überqueren und sich das mal vor Ort anzuschauen. Nicht? Das war wohl eher weniger der Fall und säßen wir dort drinnen, würden wir auch mal rauskommen. Kurze Verständnisfrage. Außerparlamentarische Arbeit, meinst du Organisationen oder meinst du einfach als Pirat? Sorry, wir sind nicht so weit. Und ja, dann beantworte mal die Verständnisfrage. Seid ihr denn schon so weit mit der Redezeit? Du musst das hochregeln. Der darf nochmal die Nachfrage machen. Alle Initiativen, die mit dem Ziel arbeiten, dass die Gesellschaft sozialer, demokratischer, gerechter, umweltbewahrender wird. Das ist für mich die außerparlamentarische Arbeit, soweit sie nicht im Parlament direkt sind. Mit denen arbeitet man halt zusammen. Also es gibt wahnsinnig viele Initiativen in diesem Land, die sich für 100.000 verschiedene Sachen einsetzen. Ich glaube, das kennt man unter dem Begriff Lobbyismus. Es gibt halt auch irgendwie Greenpeace und den CCC als entsprechende Organisationen. Und wenn die unsere Positionen vertreten, dann arbeitet man mit denen zusammen, redet mit denen, was ist eurer Meinung nach irgendwo dringend wichtig, notwendig in diesem Land. Und kann das dann eventuell im parlamentarischen Betrieb umsetzen. Man kann sich aber auch einfach mit denen zusammen auf eine Demo stellen, man kann mit denen zusammen Veranstaltungen machen. Solange die halt unsere Ziele und Themen teilen, sehe ich da überhaupt kein Problem mit und würde genau das auch tun. So, es gibt einen GO-Antrag. Bitte formuliere den GO-Antrag und dann stell ihn. Ich hätte gerne, oder ich stelle den GO-Antrag auf Schließung der Redeliste. Gut. Gibt es eine Gegenrede? Gibt es nicht. Das kann. Okay, jetzt gibt es auch eine. Formell, dann stimmen wir darüber ab. Wer ist dafür, die Rednerliste zu schließen? Ja, das überwiegend positiv. So, dann kann sich jetzt noch anstellen, wer möchte. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Es rennt niemand. Da, dann ist die Rednerliste jetzt hinter dem letzten Redner geschlossen. Also so, und jetzt bitte ich alle noch mal ein bisschen um Ruhe. Ihr seht, die Rednerliste ist gerade nicht mehr so lang und dann könnt ihr auch noch mal zuhören, oder? Gut, nächster bitte. Also wer hat denn die meisten Minuten? Ich glaube, das ist der Fleischer. An Herrn Fleischer die Frage, bei den 8.250 Diäten so, plus den insgesamt 19.000 Sachaufwendungen, bist du da bereit, eine Ausschreibung für zu machen oder nimmst du auch deine beiden oder drei Freunde mit und teilst mit ihnen das Geld? Ach so, Ausschreibung natürlich. Also das verbrate ich jetzt mal. Ich habe noch 1:09. Ja. Habe ich eine, glaube ich, ganz nette Antwort geschrieben zu dieser Geldfrage in meinem Kandidatenprofil. Also erstens begrüße ich das erstmal, dass überhaupt so viel Geld da ist. Ich verdiene im Moment so um die 1.900, was schon sehr, sehr viel ist, das weiß ich auch. Und 8.000 irgendwas plus, keine Ahnung, 19.000, das ist für mich wirklich ein gigantisch hoher Geldbetrag. Mit diesem Geld kann man eine ganze Menge Schabernack anstellen. Um die Frage, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder darauf zurückkomme, des Geldsystems als solchem einfach mal zu thematisieren. Man kann zum Beispiel Geld verbrennen, ja, um vorzuführen. Das ist also gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Es ist ein deflationärer Prozess, den man damit einleitet.
Man kann natürlich auch es verschenken, völlig klar. Man kann Angestellte einstellen. Also ich würde sehr viel experimentieren mit diesem Betrag. Das kann ich so nicht tun. Ja? Also ich habe noch nie Geld verbrannt, weil ich einfach nicht so viel davon habe. Aber um dieses Problem einfach mal wirklich sichtbar zu machen. So, jetzt habe ich noch 6 Sekunden zu verschenken. Vielen Dank nochmal. Danke. Der nächste bitte. Und wenn ihr eine Frage stellt, dann könnt ihr am Anfang sagen, an wen, weil dann können wir schon mal die Timer regulieren. Ja, nochmal eine Frage an Gerald. Du hast uns damals bei der Wahl zur Liste zum Abgeordnetenhaus relativ wenig Zeit gegeben, dich kennenzulernen. Bist du der Meinung, dass du uns heute mehr Zeit gegeben hast, dich kennenzulernen? Ich habe natürlich heute euch nur so viel Zeit geben können, wie mir gegeben wurde, nämlich die 8 Minuten insgesamt. Davon habe ich jetzt noch 40 Sekunden. Aber in den letzten Monaten war ich wirklich sehr fleißig in den Crews zu den Aufstellungsversammlungen für die Direktkandidaten und bei Gebietsversammlungen dabei. Das hatte ich aber schon gesagt gehabt. Und vertrau keinem Plakat, guck ins Wiki, steht alles da. Danke. Ja, meine Frage geht auch nochmal an Gerald. Kurzes Statement. Du hast vorhin auf mich referenziert als Fraktionsvorsitzenden der Fraktion der WVV in Marzahn-Hellersdorf. Da möchte ich erstmal klarstellen, dass ich nicht die Instanz bin, bei der sich Kandidaten und Kandidatinnen bewerben müssen und ich die dann offiziell zulasse. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Dann die zweite Sache, hast du gesagt, dass auf der GV darüber geredet wurde. Das stimmt auch nicht. Das möchte ich hier auch zurückweisen. Da ging es um Beauftragung und um Programm. Da haben wir weder über eine Bundestagswahl um Kandidaten noch irgendwas geredet, das stimmt nicht. Und die Frage, warum du dich erst gestern ins Wiki eingetragen hast, was im Prinzip die Anlaufstelle für öffentliche Kandidaturen ist, hast du immer noch nicht beantwortet. Gut, okay. Okay, dann der Nächste. Ja. Ich bin jetzt neugierig geworden, sehr neugierig, Gerald. Warum schießen sich die Leute so auf dich ein? Du hast nur 26 Sekunden. Ich wundere mich wirklich, weil es wird nicht direkt gesagt, worum es geht. Aber es muss etwas sein, was einige Leute aufbringt. Kannst du in den 26 Sekunden mich aufklären, bitte? Das versuche ich gerne zu tun. Ich bin ja einer von den dreien, die überhaupt noch Zeit haben und davon noch die wenigste. Keine Ahnung, also wir hatten vorhin einen anderen Kandidaten, der hat den Twitter-Namen Analogpirat oder als Benutzername. Ich bin nun auch schon, wie du, schon etwas älter und analog verbunden und habe immer mit den Leuten persönlich gesprochen, eben auf den Versammlungen, die ich eben schon sagte. Alle wissen eigentlich, dass ich kandidiere, ist nicht vom Wiki abhängig, aber da steht es auch. Danke. So, steht jetzt niemand mehr auf der Liste? Ich würde den GO-Antrag... Lass erstmal die Leute sich hinsetzen. Ja, setzt euch alle. Genau. Viel Spaß. Einen Applaus für die Kandidaten. Ja, das ist eine gute Sache. So, ich werde jetzt die Sitzung nicht einfach vertagen, sondern ich werde einen GO-Antrag stellen auf Vertagung der Sitzung. Nämlich deshalb, weil ich nicht so ganz sicher bin, ob ihr, wie fit ihr noch seid. Ein paar sehen noch echt fit aus, ein paar nicht. Darum gibt es eine Gegenrede gegen diesen GO-Antrag, ja, der vom Vorstand. Benjamin? Gut, ich sehe ein, dass du den Antrag stellst. Wir könnten nur das Problem bekommen, also das hat jetzt ungefähr 1,5 Stunden gedauert, würde ich schätzen. Wir haben noch 5 Gruppen vor uns und wollen morgen um 10 Uhr anfangen. Ich kenne uns, wir werden erst wahrscheinlich zwischen 16:15 anfangen. Ich würde darum bitten, wenigstens noch eine Gruppe zu machen, sonst haben wir morgen ein zeitliches Problem. Danach kommen, also nach den Gruppen kommen noch die Ja-Nein-Fragen. Anschließend kurze Pause, Auszählung etc. Und wir müssen morgen tatsächlich um 8 Uhr raus. Heute haben wir hier Open End. Das heißt, ich würde bitten, heute, solange wir noch fit sind und die Versammlung natürlich sagt, ist okay, würde ich sagen, wir machen heute, solange wir durchhalten, wenigstens noch eine Gruppe, bitte. So. Wenn es keine weiteren Stimmen dazu gibt, es gibt noch eine Rede. Ich habe gerade eben nach 10 Stunden Protokollieren das Handtuch geworfen. Ich weiß nicht, wie lange der andere Protokollant noch übrig hält. Es ist tendenziell undemokratisch, das nicht zu protokollieren. Es sollte entweder jemand das ersetzen oder man sollte überlegen, ob wir das so weiterführen mögen. Es gibt einen Protokollanten-Ersetzer, der ein Plätzchen...
Herzlichen Dank fürs Ersetzen. Jetzt kommt der Wahlleiter. Der möchte auch noch was sagen. Eine Früh- oder Gegenrede, bitte sagen. Ich bin jetzt hier eigentlich nur so als Teilnehmer hier und nicht als Wahlleiter. Das Problem des Überziehens bei Versammlungen hatten wir nicht das erste Mal und ich habe das schon ein paar Mal nachgeschlagen. Und es ist an mich herangetragen worden, dass es doch ein Anfechtungsgrund sein könnte. Nein, kann es nicht. Wenn die Versammlung beschließt, länger zu machen, dann macht die Versammlung länger. Also es steht euch durchaus frei, hier so lange zu machen, wie ihr lustig seid. Ich muss nur anmerken, also falls wir so weit kommen sollten, dass wir wählen könnten, das wird heute nicht mehr passieren, weil ich nicht glaube, dass wir dann noch alles Personal hinbekommen. Vielen Dank. So, und noch eine Pür- oder Gegenrede, sagtest du zu Anfang? Ja, ich bin eine Rede dafür. Ich finde, das sind noch genug Kandidaten da, die freiwillig noch eine Gruppe bilden könnten und die auch noch rumsitzen, wie ich sehe, und die könnten wir noch befragen. Also eine Gruppe könnten wir noch machen. Darf ich? Ich bin dafür, jetzt diese Befragung noch weiter durchzuführen, so lange wie möglich. Gründe dafür wurden ausgeführt. Und dann morgen eventuell mit der Befragung weiterzumachen, dass Personen, die nicht der chrononormativen Frühaufsteher-Diktatur unterworfen sind, morgen um 13.37 Uhr hier aufschlagen können und wählen. Danke. Was musst du machen? Ich weiß nicht, was du möchtest. Also ich komme aus Niedersachsen, bin hier als Gast und ich glaube, eigentlich sollte bekannt sein, was noch alles schief gehen könnte. Und nutzt diese Zeit, die ihr heute noch habt. Nutzt diese Zeit, um alle Eventualitäten, die morgen noch passieren können, keine Chance zu geben, dass es irgendwie euch die Versammlung zerschießt. Danke. Auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass wir uns an Niedersachsen irgendein Beispiel nehmen sollten, hat der Mann recht. Ja, ist gut. So schlimm war es gar nicht. Ich bin auch dafür, dass wir jetzt erstmal weitermachen und eine Gruppe ist erstmal eine klare Ansage. Ich möchte nur noch mal was zu Fu sagen. Ich finde es unglaublich, wie ich hier als Frühaufsteher diskriminiert werde. Ja? Das finde ich unglaublich. Ja? Danke. Gut, dann schreiten wir jetzt. Dann schreiten wir jetzt zur Abstimmung. Wer dafür ist zu vertagen, hebt die Ja-Karte. Wer dagegen ist zu vertagen, hebt die Nein-Karte. Okay. Ja. Das ist eine rote Mehrheit. Ja, eine rote Mehrheit. Das heißt, wir vertagen nicht. Wir fangen dann mit dem nächsten Block an. Und ich mache jetzt noch die Auslosung. Mit Daniela oder irgendwem. Komm doch mal. Auslosung. Moment, noch nicht. Was? Ja. Mareike ist weg, oder was? So, eine Sache noch. Ich muss einmal gerade. 5 Sekunden. Schriftführer, brauchen wir ein oder zwei? Moment. Ein oder zwei Schriftführer nach Schriftführer. Eine Person, die Unterschrift leistet. Gut. Wir müssen jetzt gerade noch einen Protokollanten nachwählen, würde ich sagen. Ja. Plätzchen steht zur Wahl als weiterer Protokollant. Wir wählen jetzt einfach mal nach, weil ich gerade nicht die Zeit habe, es nachzulesen. Wer ist dafür, den Plätzchen als Protokollant mit nachzuwählen? Gut, das ist eine überwiegende Mehrheit. Weiter geht's. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass sie nicht rankommt. Aber lass uns erstmal ziehen. Wir ziehen doch jetzt gerade die Zettel. Na, wir haben am Ende noch 7er-Gruppen und dann kommt sie einfach dazu. So. 9. Welche Nummer ist sie? 6. Welche Nummer ist sie? 5. Nur einstellig. 43. Welche Nummer ist sie? 20. 23. 19. 14. 25. So, ich mache es nochmal zum Mitschreiben. 9, 6,
43, 25, 14, 19, 23. Alle, die diese Nummern haben, alle Kandidaten, bewegen sich bitte jetzt zur Bühne. Sehe ich das richtig? Niemand hat diese Nummern? Doch, oder? 23, 19, 14, 25. Ach, super. Daniel Schweighöfer, Rick, Angelika, Tibor, Hannes, Mareike. Wer noch? Michael, Konrad. Und Mechthild Bog. Am Beamer stehen die Namen. Alle, die jetzt angesprochen wurden. Nö. Sortier das? Genau, das ist super. Wunderbar. Und ich übergebe an dich, ja? Machst du weiter? Gut, ich übergebe jetzt an Fabio. Können Sie das mal abchecken? Du bist der Hannes, ne? Ist der Tibor noch im Raum? Ist der Tibor Jens Schrade noch hier oder ist er schon weg? Schade, nicht Matthias Schrade, sondern Tibor Schade. Okay. Können wir uns kurz besprechen? Okay, wir besprechen das mal kurz. So, wir haben jetzt eine 7er-Runde. Tibor ist nicht mehr da. Seine Redezeit kann er morgen noch verwenden. Will noch ein Kandidatenstuhl? Es dauert eine Weile hier, ne? Liebe Kandidaten, ihr könnt natürlich alle sitzen, nicht nur, wenn ihr eine Geh- oder sonstige Behinderung habt. Wer sitzen will, darf einfach Bescheid sagen und kriegt einen Stuhl. Das ist selbstverständlich. Will jemand sitzen? Sag Bescheid, wenn ihr sitzen wollt, ja? Wir brauchen eh 7er-Gruppen. Ist kein Problem. Wir haben 7er-Gruppen. Wir haben 8er und 7er. So, bitte schaut euch diese 7 Kandidaten an und wenn ihr Interesse habt, einem dieser 7 Kandidaten eine Frage zu stellen, könnt ihr euch jetzt zum Mikrofon begeben. Ich sehe schon 3 Personen in der Schlange. 3,5, 4, 3. Es bleibt bei 3. Okay, dann geht es jetzt los mit der ersten Frage an einen dieser 7 Kandidaten. Bitte schön. Meine Frage geht an Mechthild. Hallo Mechthild, hörst Sebastian, lass mal kurz die Mechthild in Ruhe, ich möchte eine Frage stellen. Mechthild, wir versuchen das ja immer mit Basis viel einzubinden etc. bei uns in der Partei. Darum würde ich gerne von dir wissen, wie hältst du das mit der Basisrückkopplung, wenn du im Bundestag drin bist? Wie bedeutend sind für dich Entscheidungen im Liquid Feedback? Nochmal an alle Kandidaten der Hinweis. Bitte erst antworten, wenn wir von hier von der Seite das Go kriegen. Also ich weise euch darauf hin, dass ihr jetzt antworten sollt. Es dauert immer noch mal 2-3 Sekunden. Ist alles gut? Dann bitte jetzt die Antwort. Ich habe jetzt nur noch mal kurz eine Frage zu meiner Redezeit. Also alles, was ich jetzt sage, geht von dieser Redezeit ab, ja? Alles, was du jetzt sagst? Okay. Ja. Also deine Frage war, wie werde ich meine Entscheidungen, falls ich in den Bundestag gewählt werde, mit der Basis rückkoppeln, ob ich dafür das Liquid Feedback einsetzen werde? Ja, das kann ich mit Ja beantworten. Vielen Dank. Dann jetzt bitte die nächste Frage. Ich habe eine Frage an den Kandidaten 23, der ja bei den Forscherpiraten mitarbeitet. Dort gibt es derzeit einen Antrag zur Forschungspolitik. Dort wird gesagt, dass Forschungspolitik für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaft sehr wichtig ist.
Und ich wollte dich fragen, wie du zu diesem Antrag stehst und das vielleicht etwas ausführen. Vielen Dank. Bitte sagt zu Beginn eurer Fragestellung den Namen und die Nummer des Kandidaten dazu. Und jetzt bitte die Antwort an von Hannes. Der Antrag wurde zusammen mit den Bundesforscherpiraten ausgearbeitet auf Basis eines Papiers aus dem Landesverband NRW. Und ich trage den Antrag so mit. Es sind sehr allgemeine Formulierungen und dass Forschungspolitik Einfluss auf Wirtschaftspolitik hat, bestreite ich nicht und deswegen kann ich das so stehen lassen. Vielen Dank, Hannes. Und jetzt bitte die nächste Fragestellerin. Ich habe eine Frage an die Kandidatin Nummer 5, Angelika Brinkmann. Und zwar, du bist ja sehr engagiert und auch schon länger, so seit 2009, glaube ich, hattest du gesagt. Und ich wollte mal fragen, warum du bisher trotz allem nicht eingetreten bist. Also es ist nicht böse gemeint, aber es ist einfach so eine Interessefrage. Dann bitte jetzt die Antwort, Angelika. Okay, ja, das stimmt. Also ich hatte ja in meiner Kandidatenrede gesagt, mich hat damals die elektronische Gesundheitskarte eigentlich zu den Piraten getrieben und ich bin damals so in die erste Crew in Charlottenburg-Wilmersdorf gegangen und die Piraten haben immer gesagt, man kann mitmachen und ich habe damals dann gleich einen kleinen Flyer gemacht, den wir auch noch beim Bundestagswahlkampf damals verteilt haben und das Engagement geht einfach weiter und ich habe mich danach dann eigentlich mehr auf der internationalen Ebene mit den internationalen Piraten befasst und dann also zusammen mit einigen einen internationalen Flyer gemacht, kann man also in unserer Wiki-Seite der 1984 sehen. Und ja, ich habe eigentlich immer ziemlich viele Aktivitäten gemacht. Ich bin auch seit 2011 die Finanzbeauftragte im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und ich bin dann auch zur AGH-Wahl, also bei der BVV bin ich angetreten. Und es ist eigentlich nie das Thema aufgekommen, da einzutreten und letztendlich bin ich eigentlich der Überzeugung, also dass Engagement mindestens genauso wichtig ist und dass also das Parteibuch jetzt da nicht unbedingt so eine große Rolle spielt. Also was dann für mich letztendlich den Ausschlag gegeben hat, jetzt erstmal nicht einzutreten, war, dass wir im Sommer in Charlottenburg einen Fall hatten, wo jemand durch, naja, sagen wir mal, sehr exzessives Parteihopping aufgefallen ist. Der war also in, ich glaube, 6 oder 7 Parteien gewesen, bevor er dann da einkam und mir erschien das sehr opportunistisch und ich habe dann gedacht, okay, also ich möchte einfach nicht den Vorwurf haben, dass ich aus opportunistischen Gründen, weil ich nun für ein Mandat kandidiere, der Partei beitrete, was nicht heißt, dass ich es irgendwann mache, aber ich musste mich für eine Variante entscheiden und dann kann ich eben damit leben, dass jemand sagt, okay, ich finde das nicht so doll, dass du in der Partei bist, aber ich kann nicht damit leben, dass mir jemand einen Opportunist vor das Vorwurf macht. Danke. Vielen Dank, Angelika. Ich bitte noch mal ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen. Das gilt auch gerade für den S-Bereich. Und Simon Weiß hat das Mikrofon. Ja, ich habe Fragen an 2 Kandidaten. Soll ich die direkt hintereinander stellen oder soll ich die Antwort abwarten? Sag bitte Namen, erstmal die beiden Namen, dann können sich die Leute schon darauf vorbereiten. Ja, ich habe eine Frage an Kandidat 23, Hannes Wünsche, und an Kandidat 6, Rick Aufes, jeweils. Verschiedene Fragen. Ja, okay, Hannes, du hast vorhin bei deiner Vorstellung gesagt, du würdest dich, wenn dann auf Ausschüsse, am liebsten konzentrieren, die jetzt nicht den Themen entsprechen, in denen du gerade am meisten irgendwie, sagen wir mal, Herzblut drinstecken hast und dich am meisten engagierst. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mich ein bisschen irritiert hat, auch aus meiner eigenen parlamentarischen Erfahrung. Deshalb, ich versuche es mal so zu fragen, wie, jetzt nehmen wir an, wirst aufgestellt, du kommst in den Bundestag, du suchst dir diese Ausschüsse entsprechend aus, die jetzt nicht dem entsprechen, wo du dich, also und so weiter. Wie tief bist du quasi bereit, dich da inhaltlich reinzuknien und Dinge zu tun? Und zweitens, oder auch, also dazugehörig, auf wie viel mangelndes Feedback aus der Basis fühlst du dich vorbereitet? Die Frage an Rick direkt hinterher. Direkt, also würde ich einfach erstmal antworten lassen. Na, dann müsstest du dich neu anstellen. Ja, ich habe Zeit. Bereit? Los geht's. Also zur Frage, wie tief ich in der Lage bin oder vorbereitet bin, mich darauf einzuarbeiten, verbunden mit deiner zweiten Frage, wenn kein Feedback aus der Basis kommt, dann ist die Frage, wie tief muss ich mich darin einarbeiten? Ich werde mich so tief darin einarbeiten, wie Feedback und
von der Basis kommt und wie sehr das gefordert ist, weil ich nicht darauf abziele, ein persönliches Interesse oder persönliche politische Ziele dort zu repräsentieren, sondern die aus der Basis, wenn es da keine gibt, kann ich nichts machen. Außer Informationen weiterleiten und dafür zu sorgen, was mein Ziel ist, die Inhalte an die Basis zu vermitteln oder die Fragen, die offen sind, an die Basis zu vermitteln. Vielen Dank. Die Frage an Rick kommt dann einfach gleich. Und jetzt kommt die nächste Frage. Okay, ich habe eine Frage an Michael Konrad, Nummer 14, an Nummer 5 Angelika Brinkmann, an Nummer 19 Mareike Peter, an Nummer 6 Erik Alfuss und 9 Daniel Schweighöfer. Für welche Aufgaben im Bundestag? Entschuldigung, wie viele Namen hast du genannt? 5? Also vielleicht kann sich auf ein oder zwei Personen konzentrieren. Okay, dann Michael Konrad und Angelika Brinkmann. Ja. Für welche Aufgaben im Bundestag bewerbt ihr euch und was qualifiziert euch dafür? So, wer will zuerst? Michael, Michael zuerst? Dann bitte. Ich habe auf meiner Wiki-Seite, denke ich, relativ ausführlich geschrieben, was ich denke, in erster Priorität besetzen zu wollen. Den Geschäftsordnungsausschuss, um eine Geschäftsordnung dahin zu bauen, dass sie einen transparenten Politbetrieb macht. Und was qualifiziert mich dazu? Ich habe mich die letzten Wochen, Monate mit der BVV Mitte auseinandergesetzt. Ich habe mich mit Geschäftsordnung auseinandergesetzt. Ich habe bei dem Thema Stadtbau Wohnen, wo ich als zweiten Punkt mit rein will, mich im Squad Stadtbau Wohnen entsprechend engagiert, damit gearbeitet. Letzte Woche beim Stadtentwicklungsplan, bei der Vorstellung von den Linken war ich mit dabei gewesen. Also ich versuche mich thematisch die ganze Zeit schon da einzuarbeiten. Das ist das, was ich versuche, mich da vorzubereiten. Und Angelika war auch gefragt. Kleinen Moment. Und bitte. Ja, ich habe auf meiner Kandidatenseite auch gesagt, ich würde mich auf jeden Fall für den Haushaltsausschuss, den Finanzausschuss und eventuell auch den Auswärtigen Ausschuss interessieren. Was qualifiziert mich dafür? Ich habe zum Thema Verifikation und Rüstungskontrolle, Wechselwirkung von Technologie und Politik promoviert. Ich denke, dass ich auch mich sehr gut einarbeiten kann, um die Wechselwirkung von Finanzen und Politik gut zu erfassen und dementsprechend dann auch zu vermitteln. Und gut, die Auswärtigen Ausschüsse, also zum Verifikation und Rüstungskontrolle war schwerpunktmäßig internationale Politik. Also ich denke, dass generell die Tatsache, dass ich also wissenschaftlich arbeite, mich qualifiziert, mich in jeden Ausschuss einzuarbeiten. Danke. Vielen Dank. Und die nächste Frage bitte. Ja, ich habe ein Statement betreffend Nummer 23, Hannes Wünsche. Ich würde ihm aber die Möglichkeit geben wollen, auf dieses Statement zu antworten. Gut. Es bezieht sich wieder auf diesen Forschungsantrag. Eine Forschungspolitik, die sich an Wettbewerbsvorteilen orientiert, ist kurzfristig schlecht und abzulehnen. Warum? Das kegelt die reine Mathematik raus, das kegelt die theoretische Informatik raus, das kegelt die theoretische Physik raus, das kegelt die Geschichte raus und das kegelt alle Geisteswissenschaften raus. Das ist keine gute Forschungspolitik. Es ist jetzt so, dass du dich in der AG Forscherpiraten in dieses Thema eingearbeitet hast und gerade eben gesagt hast, dass du diesen Antrag so unterstützen würdest mit den Wettbewerbsnachteilen, wohl wissend, dass da nur Wettbewerb und nichts anderes in diesem Antrag steht. Die Tatsache, dass du sagst, dass du dich gerne in neue Themen einarbeitest, von denen du bisher noch nichts weißt, weckt in mir die Frage, wenn du schon in der Forschungspolitik diese grundlegende Sache, dass du gerade die Geisteswissenschaften, theoretische Informatik und so weiter abschaffen wolltest, wie stellst du dir vor, in Bereichen, in denen du dich bisher nicht auskennst, dich so einarbeiten zu können, dass du dazu qualifizierte Aussagen abgeben kannst? Und bitte. Ja, also zum einen ist die Aussage Wettbewerb sehr allgemein formuliert in dem Zusammenhang und die Frage steht immer noch, Wettbewerb in welchem Bezug? Also ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass Wettbewerb um ein ökologischeres System, um ein besseres Menschenleben, wie auch immer, genau damit gemeint sein kann und es ist nicht so konkret formuliert, wie du das jetzt hier gerade versuchst darzustellen. Zum anderen denke ich mich nicht, dass eine Person, die irgendwie im öffentlichen Fokus stehen will, zur inhaltlichen Positionierung, das sollen die machen, die danach gefragt werden und das ist gemeinsam zu beschließen, wer das tut und ich werde als Bundestagsabgeordneter nicht zwangsläufig dann Statements zu Themen geben müssen, zu denen ich mich nicht kompetent genug fühle, sondern das weitergeben an die Basis und an die Leute, die dafür dann ausgewählt werden.
Vielen Dank. Und der nächste Fragesteller, bitte. Meine Frage geht an Mareike und Daniel. Ich hätte an euch mal die Frage, weil ihr das ja auch ab und zu mal mitbekommen habt, dass bei Fraktionen manchmal die Chemie nicht so ganz stimmt im Umgang miteinander, dass man als Team arbeitet. Und ich rede jetzt bitte auch nicht vom Fraktionszwang oder ähnlichen Dingen, sondern einfach zwischenmenschliche Chemie, damit die Ergebnisse stimmen. Wie würdet ihr beide euren persönlichen Beitrag dann sehen, später im Bundestag, eure Möglichkeiten, eure Ideen, dass das zwischenmenschlich, zwischen diesen Fraktionsmitgliedern besser läuft und wir nicht schon wieder Negativbeispiele haben? Dann bitte jetzt. Solche Probleme gibt es, glaube ich, immer in Gruppen, die besonders in Gruppen, die politisch zusammenarbeiten. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Fraktion sich am Anfang klare Regeln festlegt, damit persönliche Konflikte nicht auf Kosten von solchen wichtigen Regeln ausgetragen werden könnten. Und dann finde ich es wichtig, dass immer wieder regelmäßig Mediationen stattfinden, dass über Konflikte gesprochen werden kann, damit man sich dann auch wieder auf die Arbeit konzentrieren kann. Vielen Dank. Und dann hat Dani die Frage noch bekommen. Ist er alles klar? Dann bitte. Ja. Ja, also ich habe ja schon in meiner Rede erwähnt, dass ich da relativ viel Erfahrung habe, auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die mir persönlich vielleicht nicht so nahe liegen. Ich würde es auch so machen, dass ich auf jeden Fall dafür sorgen würde, dass wir interne Gesprächskreise haben, die nicht fachspezifisch sind, sondern wo es einfach nur um die persönliche Interaktion geht, so. Weil ich finde es ganz wichtig, wenn du sowas im regelmäßigen Rahmen hast, dass du die Möglichkeit hast, dass die Leute einfach persönliche Sachen aussprechen können für so Gruppenprozesse. Ich habe mich mit solchen Sachen einfach schon öfters auseinandergesetzt. Ich kenne das von verschiedenen Projekten, wo ich gearbeitet habe, und ich denke, das wird ein guter Weg sein, wie man daran gehen kann. Ansonsten kommuniziere ich ziemlich gewaltfrei und habe damit bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Vielen Dank. An die Kandidaten vielleicht noch ein bisschen darauf achten, dass ihr auch ins Mikro sprecht, und an die Versammlung. Dort drüben könnte der Geräuschpegel ein bisschen leiser sein, ansonsten ist es momentan ganz gut. Und bitte der Wolfram. Hallo, ich habe noch mal eine Frage an die Angelika. Entschuldigung, dass ich da noch mal nachhaken muss, aber deine Nichtmitgliedschaft bei den Piraten schafft ein bisschen ein Problem. Normalerweise wird ja von den Abgeordneten auch immer so implizit zumindest erwartet, dass sie sich eben finanziell auch beteiligen an der Partei, also durch Spenden oder auch Mitgliedsbeiträge. Und wie sieht es denn bei dir aus? Wärst du, wenn du im Bundestag landen würdest, bereit, dort auch Mitgliedsbeiträge oder eventuell auch eben Spenden, wenn du kein Mitglied werden willst, zu leisten? Und ja. Der Ekis möge bitte leise sein und keine Beifallsbekundung abgeben. Danke. Ja, das würde ich machen. Ich finde es also, ich meine, ich habe ja gesagt, ich bin auch Finanzbeauftragte in Charlottenburg-Wilmersdorf. Wir machen das da also mit den Beiträgen auf freiwilliger Basis. Ich bin also, weil ich also denke, dass es also eine Grauzone ist von doch möglicherweise illegaler Parteienfinanzierung, dass man das nicht wirklich festlegen sollte, aber freiwillig spenden, ja. Und ich meine, das tue ich jetzt auch schon. Also ich habe für die IT und was immer so anlag gespendet. Also das ist kein Problem. Vielen Dank. Und dann die nächste Frage. Ja, hi. Ich habe eine Frage an die Nummer 19, Mareike. Ja, ich stelle sie mal, während du läufst. Und ich warte. Ja. Was mir vorher noch gefällt hat, das sind eigentlich zwei Fragen, aber das mache ich jetzt einfach trotzdem ganz frech. Erstens, was wäre für dich im Bereich Asylrecht, was sofort getan werden muss, was unbedingt passieren muss? Und was wäre das, gesetztenfalls, du kommst da rein, du hast da Einfluss, was wäre das, wo wäre dein Wunschzustand, dein das ist jetzt ganz gut Zustand? Okay, bitte. Darf ich eine Nachfrage stellen? Was meinst du mit dem Wunschzustand? Also soll das ein realistisches Ding sein, was ich erreichen kann in 4 Jahren? Oder? Das ist jetzt schwierig, also das kommt ja auf dich an. Was wäre der Zustand, wo du jetzt sagen könntest, jetzt kann ich mich auch mal einen Tag auf die Couch setzen und jetzt ist auch mal gut. Also, okay. wenn ihr Rückfragen an den Fragesteller habt, könnt ihr das machen, aber es geht dann von eurer Redezeit ab. Okay. Ja? Die ersten Sachen, die abgeschafft gehören, sind die Residenzpflicht.
Asylbewerber sollten in Deutschland arbeiten können. Sie sollten sich aussuchen können, wo sie leben und nicht in Lagern. Und was ich mir wünsche, ist, dass alle Menschen auf der Welt sich aussuchen können, wo sie leben wollen. So wie wir Deutsche das gerade können, warum sollten das die anderen nicht genauso können? Es sind 11.000 Syrer, die illegal hier einwandern mussten, und das ist ein Unding. Dankeschön. Zeit ist um. Und die nächste Frage, bitte. Ja, wie angekündigt, geht meine Frage an Rick Aufest, Nummer 6. Und zwar hätte ich von dir gern ein Statement zu deinen sexistischen, ich sag mal, Ausfällen auf Twitter und anderswo. Stichwort Geschlechtsteile in der Kamera räkeln und inwieweit sowas auch in Zukunft von dir zu erwarten ist. Danke. Bitte haltet euch mit Unterstellungen zurück. Dass der Kandidat sexistische Äußerungen gemacht hat, ist eine Unterstellung. Zitate sind okay, aber bitte nicht zu stark Unterstellungen machen. Habt ihr, Rick? Dann bitte jetzt, wenn du antworten möchtest. Darf ich anfangen? Also diese Frage wurde bereits heftig diskutiert auf allen Crews, wo ich mich vorgestellt habe. Ich habe auch zwei Blog-Einträge im Internet dazu veröffentlicht. Das war jetzt nicht sexistisch gemeint, das war eigentlich nur als Test nach der Frage, wer im Glashaus sitzt, soll dich mit Stein schmeißen. Ich gucke häufig, ob Leute, die sehr extreme Positionen vertreten, diese extremen Positionen nicht selber da ein bisschen fehlen, und wollte da eigentlich nur mal nachhaken. Das war jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, das gebe ich zu. Das hat sich im Laufe des Shitstorms vielleicht ein bisschen eskaliert, aber ich denke, da habe ich guten kleinen Fehler gemacht, auch vielleicht einen großen Fehler, aber ich mache sowas normalerweise nicht und bin da normalerweise sehr beherrscht, und deswegen würde ich da nicht unbedingt wieder durch auffallen. Danke, Rick. Und die nächste Frage, bitte. Rick, du kannst gerne gleich am Mikro bleiben. Als Bundestagsabgeordnete haben wir uns ja zum Ziel gesetzt, mit Bürgern und mit der Basis eng zusammenzuarbeiten und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Und das ist uns ja allen auch sehr wichtig und dir wahrscheinlich auch, oder? Okay, keine Stellungnahme, auch okay. Du bist in der Vergangenheit durchaus durch Beleidigungen gegenüber Basismitgliedern und gegenüber anderen Mitgliedern aufgefallen, und vor dem Hintergrund dieser Beleidigungen, wie glaubst du, kannst du vertrauensvoll mit der Basis oder mit Bürgern zusammenarbeiten? Du unterstellst mir gerade, dass ich Leute beleidigt hätte. Wen habe ich beleidigt? Das weißt du, glaube ich, selber gut genug. Ich denke, Beleidigungen sind strafrechtliche Tatbestände. Ich habe bis jetzt noch keine Anzeige erhalten. Tut mir leid. Jetzt keine weiteren Zwiegespräche. Rick weist diesen Vorwurf von sich. Das ist ein Statement. Das kann so hingenommen werden oder auch nicht. Das reicht an der Stelle auch erstmal. Die nächste Frage, bitte. Ja, jetzt bin ich kurz irritiert. Die Frage ist vorhin auch gelaufen und mir ist im Liquid eine, wie bitte? Ach so, an wen? Eine Frage an Mechthild. Das war vorhin eine Runde die Sache, was passiert, oder hast du dir Gedanken gemacht über, was man mit dem Abgeordneten-Diäten machen willst? Da ist eine Liquid, die, glaube ich, auf dich zurückgeht. Da wollte ich dich ansprechen. Bitteschön. Den letzten Teil deiner Frage habe ich akustisch tatsächlich jetzt nicht so gut verstanden. Ich hatte nur die Liquid-INI erwähnt. Also, ich vermute, das bezieht sich auf die Liquid-Umfrage, die ich vor kurzem gestartet habe, nämlich, dass ich einen Modellversuch starten möchte, in dem ich mit meiner Abgeordneten-Diät bis zu zwei Personen ein bedingungsloses Grundeinkommen für 4 Jahre finanzieren möchte. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was genau deine Frage zu dieser zu dieser INI war. Ich sage jetzt einfach mal, es gibt diese INI, die befindet sich noch in der Diskussion, die ist im Berliner Liquid. Was wäre noch wichtig dazu? Also ich würde mich natürlich freuen, wenn da noch mehr Input kommt. Es ist sozusagen grob skizziert, wie ich mir das vorstelle. Es ist aber noch nicht
endgültig ausformuliert. Das heißt, da würde ich gerne auch noch Ideen, Anregungen von euch mit einfließen lassen. Dann gehe ich jetzt gleich nochmal sozusagen im Rückgriff auf die Runde davor, wo eben gefragt wurde, würdet ihr einen Teil eures Gehalts dann auch spenden? Also meine Vorstellung ist, dass ich mit der Diät das BGE unterstützen möchte, eben genau in dieser Form oder auch in anderer Form, aber sozusagen, ich werde jetzt nicht andere Initiativen oder Vereine mit einer Spende beglücken, sondern ich würde ganz gezielt das Geld auch für mein Thema, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen, einsetzen wollen. Vielen Dank, klares Statement. Und die nächste Frage, bitte. Ja, ich hatte eine Frage, aber jetzt bin ich wieder ein bisschen, habe ich ein Problem. Rick, du wurdest jetzt mehrmals hier aufs Korn genommen. Und du hast gesagt, Beleidigung ist nicht. Es wurde trotzdem darauf beharrt. Dann das andere war auch nicht so klar. Da hast du gesagt, okay, mache ich nicht mehr. Habe ich gelernt, so habe ich es irgendwie verstanden. Meine Frage ist jetzt, warum? Warum lässt die Versammlungsleitung Äußerungen zu, die nicht belegt werden können, zum Beispiel Beleidigungen? Meine Frage ist deshalb für mich wichtig, weil ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe heute mit Leuten geredet, ich habe einen Konflikt mit Johannes Bonada, noch aus Occupy-Zeiten. Ich weiß, es gibt hier eine Schlichtungskommission bei den Piraten. Warum kann man so etwas nicht dort zuerst besprechen, bevor hier Gerüchte in die Welt gesetzt werden? Meine Frage ist, Rick, an dich, wie geht es dir damit, wenn du so angegangen wirst? Okay, ein bisschen leiser bitte. Eine Frage an Rick. Bitte, du hast das Wort. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich in der Piratenpartei was tue, wenn ich sinnvolle Vorschläge machen muss, dass ich mich dagegen erhebliche Machtinteressen durchsetzen muss, auch beim letzten Wahlkampf. Und das ist halt teilweise sehr aggressiv. Ich stehe da trotzdem zu. Der Erfolg gibt mir auch recht. Und dadurch werde ich halt zum Beispiel von einigen AGH-Piraten, wie mir hintertragen wurde, auf meiner Wahlkampftour als Gefahr für die Partei bezeichnet. Ich sehe das mal als Lob. Danke. Vielen Dank an Rick. Die Frage wurde beantwortet. Bitte der nächste Fragesteller. Liebe Angelika, wie siehst du die Rolle einer Bundestagsabgeordneten in Bezug auf Referentenpolitik? Das heißt, die meisten Anträge werden ja von Sachreferenten eingebracht und der sogenannte Abgeordnete ist nur noch quasi die Puppe dahinter. Wie möchtest du dich im Zusammenhang von Sachreferententum und piratischer Mandatsschaft verhalten in einem professionellen Bundestag? Okay, Frage an Angelika und bitte. Ja, also ich bin als Wissenschaftlerin einfach darauf getrimmt worden, dass ich möglichst viele Positionen betrachte und ich würde zumindest diese Referentenentwürfe dann auch in meinem Wahlkampfblog oder auf der Webseite, wo auch immer, also man diese Dinge veröffentlicht, sowohl den Bürgern im Bezirk als auch eben der Parteiöffentlichkeit damit zur Diskussion stellen, um möglichst auch unabhängige Meinungen einzuholen und dann eventuell nicht in Fallen zu tappen, die ich selber oder die entsprechenden Referenten nicht sehen. Vielen Dank. Und du guckst so komisch, du bist dran. Dann bitte. Ich wollte die Kandidaten fragen, was mit ihnen im Bundestag nicht geht. Also was, wo sie sagen würden, da würden sie nicht zustimmen, ist egal, ob es durchs Liquid gelaufen ist, es würde mit ihnen nicht gehen, weil es gegen ihren Gewissen verstößt. Ich würde dazu gerne Esselt, Michael Konrad und Angelika fragen, wenn es okay ist. Ja, wenn ich in der Reihenfolge dann bitte. Also erstmal Daniel, seid ihr bereit? Erstmal Daniel, ja? Okay, dann bitte Daniel. Ich mache keine Kriegseinsätze und ich mache nichts, was irgendwie die Situation von Homosexuellen oder Frauen noch verschlimmert, als sie eh schon ist. So, das waren Daniel. Jetzt bin ich mit der Reihenfolge durcheinander gekommen. Michael, dann bitte Michael. Du meinst, dass es letztendlich auch, dass ich auch anders abstimmen würde, was vorher das Liquid-Votum ergeben hätte? Also mein Ansatz ist, ich folge mehr oder weniger auch dem Liquid-Votum. Und bisher habe ich das so erlebt, da bist du, dass
Immer konnte ich bisher Liquid Voten folgen, und wenn es ausnahmsweise mal nicht so sein sollte, was ich mir in der heutigen Welt nicht vorstellen kann. Ich bin da ganz optimistisch mit diesem Piraten. Dann wird es entsprechend auch eine ordentliche Begründung geben. Ich kann mir tatsächlich aber zurzeit jetzt kein Themengebiet vorgeben, wo Liquid was so Abwegiges formuliert, dass ich anderer Meinung wäre. Vielen Dank. Und die dritte war, glaube ich, Angelika. Ja? Dann Moment. Und los bitte. Ich habe auf so eine entsprechende Frage auf meiner Kandidatenseite geantwortet. Außer wenn es also blühenden Unsinn gibt, könnte ich auch mir nicht vorstellen, also Liquid-Entscheidungen nicht zu folgen. Und ansonsten würde ich das dann wirklich aktuell entscheiden. Vielen Dank. Und der nächste Fragesteller, bitte. Vielen Dank. Ich mache das jetzt mal ganz klar nach Geschlechtertrennung, weil ich glaube, dass gerade die männliche Teil der Bevölkerung zu meiner Frage schweigen sollte und zuhören sollte. Leider hat Mareike, glaube ich, Mareike hat keine Zeit mehr. Aber deswegen an die anderen beiden Damen, also Angelika und Mechthild, was haltet ihr von der sogenannten Aufschrei-Debatte und welche politischen Initiativen könnt ihr daraus ableiten? Okay, in der Reihenfolge erst Angelika und dann Mechthild. Habt ihr Angelika? Dann bitte Angelika. Ich fand es also sehr interessant, und ich denke, solche Anregungen kann man dann auch in die politische Arbeit im Bundestag als Abgeordnete integrieren. Vielen Dank. 10 Sekunden noch. Mechthild, Moment. Okay, und bitte. Ich habe mich mit der sogenannten Aufschrei-Debatte nicht en Detail beschäftigt und möchte daher meine Redezeit jetzt nicht für die Beantwortung dieser Frage verwenden. Wir können das gerne bilateral noch besprechen, aber meine Redezeit würde ich gerne für andere Themen verwenden. Vielen Dank. Und die nächste Frage, bitte. Okay, ich habe eine Frage an Nummer 6, Rick Alfus, und Nummer 9. Bitte ins Mikro sprechen. Und Nummer 9, Daniel Schweighöfer. Ja. Und zwar die Frage, für welche Aufgaben im Bundestag bewerben Sie sich, und was qualifiziert Sie? Okay, Frage an Daniel, habt ihr? Dann bitte. Ich habe aufgrund meiner Schwerbehinderung ein bisschen länger studiert. Ich habe 7 Hauptfächer abgeschlossen, Entwicklungspolitik, Geldpolitik, Forschungspolitik. Also ich bin da doch gut aufgestellt und würde aber am liebsten doch die Piratenkernthemen behandeln, nämlich Medien oder Technologie, weil das die Dinge sind, die wir auch im Bundestag voranbringen können. Und ich denke, dass ich mich da so einigermaßen gut auskenne. Ich habe da die Diskussion verfolgt. Ich bin aber im Urheberrecht zum Beispiel kein juristischer Experte. Vielen Dank. War die Frage an Rick und an Daniel, habe ich es richtig verstanden? Dann bitte erst Daniel noch, und dann kommt ein GO-Antrag. Kleiner Moment, haben wir Daniel? Okay, bitte. Ja. Ich bewerbe mich, weil weil ich dafür sorgen will, dass ihr Teilhabe haben könnt. Das heißt, dass ich euch die Information gebe, die ihr braucht, um zu wissen, worum es gerade geht, und dass ihr die Möglichkeit habt, mich auch schnell genug wieder das Feedback zu geben, dass ihr mich in meinen Entscheidungen mit beeinflussen könnt. Ich bewerbe mich, weil ich das Wissen habe, warum das gerade eigentlich auch schon wieder strukturierter Sexismus mal war, dass Fabio gesagt hat, dass das eine Unterstellung ist, und sowas geht nicht. Danke. Jetzt ist ein GO-Antrag von Schließung der Rednerliste. Es gibt einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es dazu eine Gegenrede? Das ist nicht der Fall. Georg, du rennst. Ist das eine Gegenrede? Nein. Gut, okay, damit ist die Rednerliste geschlossen. Bitte stellt euch jetzt noch an, wenn ihr noch in diese Rednerliste wollt. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Harry ist der Letzte, und die nächste Frage bitte. Ja, meine Frage, die geht an Mechthild, an Angelika und an Esid. Ich möchte gerne wissen, wenn ihr in den Bundestag kommt, was darf ich denn dann von euch in Sachen Geschlechtergerechtigkeit? Es wird ja, wahrscheinlich werden es doch weniger Frauen sein als Männer, auch in dieser Fraktion. Also was darf ich von euch dreien in dieser Richtung erwarten? Vielen Dank. Die Frage ging an Daniel, der keine Redezeit mehr hat, der kann also leider nicht antworten. An Angelika und an Mechthild. Also bitte erst Angelika. Ja, bitte.
Also ich werde auf jeden Fall meine Stimme laut erheben und versuchen, mich auch in kritischen Situationen durchzusetzen. Okay, vielen Dank. Angelika Seid ist damit auch so gut wie rum. Und Mechthild noch. Moment. Ja, okay. Ja, also ich habe ja in meiner Vorstellung schon gesagt, ich trete für die Gleichstellung aller Geschlechter ein. Und ein zentraler Schritt dorthin ist für mich die Sichtbarkeit von Frauen in der Politik. Das ist aber nicht der Punkt, wo wir stehen bleiben können. Ich weiß jetzt nicht, ob deine Frage auf eine Quote anspielt. Deswegen werde ich da jetzt auch nicht drauf eingehen und würde auch hier gerne die Beantwortung kurz halten. Ich möchte gerne meine Redezeit morgen zu Ende führen. Vielen Dank, Mechthild. Und dann habe ich den Herrn Peukert. Ja, die Frage geht an Rick. Du hast vorhin in deinem Wiki-Profil ja auf dem Beamer geschrieben, dass du auf flüssige Demokratie stehst. Meine Frage, kennst du Tools, die flüssige Demokratie oder Liquid Democracy umsetzen? Nutzt du sie und welche Herausforderungen siehst du, wie man sich als Bundestagsabgeordneter verbindlich von der Partei darüber Feedback holen kann? Frage an Rick, bitteschön. Ja, danke. Ich war bei der Vorstandsdiskussion, die in der Vorbereitung zur Entwicklung von Liquid Feedback gelaufen ist, dabei. Ich verstehe das System ganz gut, deswegen fordere ich auch einige Korrekturen, die aufgrund der Größe der Partei meiner Meinung nach notwendig werden. Nutzen würde ich es als Kompetenzmedium, weil dort, ich finde, sehr viele, sehr ausgearbeitete Vorschläge eingehen, die bisher eigentlich nicht genügend gewürdigt werden. Neben Liquid Feedback gibt es noch in Berlin das Adhocracy, das ich näher kenne. 5 Sekunden. Danke, das finde ich für die spezielle Arbeit mit Experten sehr gut und würde es im Bundestag und vielleicht... Dankeschön. Nächste Frage, Martin, bitte. Ja, Beitrag und auch Frage. Zunächst mal zu Mechthild. Du hast dich, und deswegen habe ich explizit auch dich gefragt, ja auch mit dem Thema Frauen, Gleichstellungspolitik, Geschlechtergerechtigkeit vorgestellt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen finde ich das doch schon sehr befremdlich, das ist noch keine Frage. Finde ich das schon sehr befremdlich, dass du auf meine Frage hin zu der Aufschreidebatte vorgegeben hast, nicht zu wissen, worum es dabei geht. Wenn ich dich da falsch verstanden habe, darfst du das gerne beantworten, aber erst, wenn ich fertig bin mit meinem Redebeitrag. Das Zweite ist, dass du auch auf dieses Thema Quote keine Antwort geben wolltest, um Redezeit zu sparen. Wenn das dein Schwerpunktthema aber ist, also diese Gleichstellungspolitik, Politik zur Förderung von Frauen und so weiter, dann finde ich auch das problematisch. Dazu kannst du gerne Stellung beziehen. Ich formuliere da jetzt keine Frage. Bevor habe ich noch eine Frage an Angelika. Du hast noch 2 Sekunden. Ich glaube, das ist möglich. Was ist der Name deines Liquid Feedback Accounts? Danke. Also, wir haben erstmal eine Frage an Mechthild. Möchtest du darauf antworten? Also, so wie ich ihn verstanden habe, will er das Angelika zuerst. Also, gut, wir haben Angelika, du hast 2 Sekunden, bitte. Ja, ich wurde ja vorhin gefragt wegen meiner Nichtparteimitgliedschaft. Vielen Dank, das war's. jetzt haben wir noch eine Aussage bezüglich der Nichtbeteiligung von Mechthild. Möchtest du da auf die Frage antworten? Möchtest du, bitte sag mir, ob du antworten möchtest? Ja. Dann bitte, Mechthild. Also, ich habe mich schon mit der Aufschreidebatte beschäftigt. Ich halte das aber für ein tagespolitisch aktuelles Phänomen und ich finde, das ist jetzt keiner ausführlichen Würdigung wert. Ja? Also ich finde, über dieses Thema sollten wir breiter und tiefer sprechen. So. Das war eine klare Aussage von Mechthild, bitte das so hinzunehmen. Nächste Frage, bitte an Georg. Ja, ich habe auch eine Frage an Mechthild. Du hast ja 2 Themen in deiner Rede sehr betont. Zum einen das bedingungslose Grundeinkommen und eben auch die Geschlechterpolitik. Und meine Frage ist jetzt folgende. Es gab ja schon einige Untersuchungen, die haben geguckt, was tun Menschen, wenn es ein BGE gibt, arbeiten die weiter? Und das Ergebnis war meistens, die meisten Leute arbeiten weiter, außer die Mütter. Die Erwerbsquote von Müttern geht wahrscheinlich zurück mit Grundeinkommen. Frage an dich. Siehst du eine ähnliche Entwicklung voraus und wenn ja, ist das ein Nachteil? Es wird ja oft gesehen, dass wenn die Erwerbsquote von Frauen zurückgeht, ist das ein Rückschritt in der Geschlechterpolitik. Wie bewertest du den Rückgang von der Erwerbsquote von Müttern?
Frage an Mechthild. Okay, dann bitte die Antwort. Also wenn es durch das BGE dazu kommen sollte, dass sich Mütter freiwillig aus der Erwerbsarbeit zurückziehen, dann finde ich das völlig in Ordnung. Ja, das ist die Entscheidung der Personen und sie haben mit dem BGE die Freiheit, diese Entscheidung zu treffen. So, das unterstütze ich voll und ganz, wenn das deine Frage beantwortet. Generell, aber jetzt nutze ich meine Redezeit einfach doch, generell bin ich aber der Meinung, das habe ich ja in meiner Vorstellung auch schon angedeutet, dass das BGE durchaus ein geeignetes Instrument ist, um diese Rollenzuschreibung, eine Person schafft das Geld ran, die andere kümmert sich um die Familie, diese Rollenzuschreibung aufzuheben. Also ich bin sehr optimistisch, dass das mit dem BGE möglich ist und dass sich dann auch vermehrt Männer freiwillig aus der Erwerbsarbeit zurückziehen und diese Aufgaben wie Familie und... Dankeschön. Danke. Und die letzte Frage, bitte. Ja, ich habe eine Frage an Hannes. Zum Thema Forschung, wie stehst du zum Thema Tierversuche? Wo sind die Grenzen, wo sind die Möglichkeiten? Gibt es Forschungsbereiche, wo du es zulassen würdest? Gibt es Forschungsbereiche, wo gar nicht gehen? Ja, freie Antwort. Bitte schön, die letzte Antwort auf die letzte Frage, bitte. Ja, also die Tierversuche, wie sie in großen Teilen zurzeit durchgeführt werden, lehne ich ab, einfach weil die Haltungsbedingungen der Tiere nicht würdig sind. Das bezieht sich auf Haltungsbedingungen von Tieren im ganz Allgemeinen. Das schließt das Labor nicht aus. Ich kann mir unter sehr, sehr restriktiven Bedingungen Tierversuche vorstellen. Allerdings das jetzt genau zu unterscheiden und klarzumachen, würde wahrscheinlich zu viel Zeit erfordern und vielleicht bin ich mir in dem Punkt auch noch nicht ganz klar, aber wenn, dann sehr restriktiv. Vielen Dank. Die Redeliste war geschlossen, es gibt keine weiteren Fragesteller. Und dann würde ich sagen, das ist euer Applaus, Kandidaten. Und ihr könnt euch hinsetzen. So, vielen Dank. Ich wundere mich gerade, dass ihr alle so diszipliniert da sitzt und wartet, was jetzt passiert. Ich denke, euch ist allen klar, dass heute nicht mehr viel passiert. Okay. Gut. Liebe Versammlung, ich hole trotzdem noch mal ein Meinungsbild ein. Wer möchte, dass die Versammlung noch eine weitere Kandidatenrunde zulässt? Ich betone, ich weise nochmal darauf hin, dass es eben schon Kandidaten gab, die nicht mehr anwesend waren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kandidaten jetzt mit im nächsten Block drin sind, die nicht anwesend sind, steigt und eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass es wesentlich mehr Kandidaten sein werden. Bitte jetzt die blauen Karten heben für die Versammlungsteilnehmer, die der Meinung sind, dass wir noch eine weitere Fragerunde mit weiteren Kandidaten durchführen sollten. Die Kandidaten melden sich allein gerade nicht mehr, die Schlauchen. Das ist mehr blau halt, ne? Mehr. Können die einmal nacheinander? Mach mal nacheinander. Ich möchte einmal sehen. Gut, ihr habt so gewollt. Wir machen noch eine Runde. Was ist das, ein Geo-Antrag? Ja, okay. Ein Meinungsbild mal andersrum. Liebe Versammlungsleitung, könnt ihr noch? Könnt auch, aber ich bin scheiße. Ja? Liebes Protokoll, könnt ihr noch? Ja? Okay, Versammlungsleitung und Protokoll sagen, sie können noch. Dann bin ich beruhigt. Wie sieht es mit der Technik aus? Die Technik kann auch noch. Ich hätte gerne einmal, ist Dennis noch da? Ist Dennis noch hier? Ja, ich brauche dich jetzt hier vorne. Sorry. Nee, ich ernenne Dennis als weiteren Versammlungshelfer. Gibt es noch jemanden, der da freiwillig mitmacht? Die Timer-Menschen können nicht mehr. Die Versammlungshelfer können nicht mehr, deshalb brauchen wir da Ablösung. Kann noch jemand Timer bedienen? Ist fit darin? Ist Konstanze noch da? Ja, Kandidaten, ist für eine scheiß Idee. Bist du Kandidat? Nee, dann komm mal her.
Okay. Liebe Versammlung, wir hören gerade, es gibt noch eine weitere Fragestellung, und zwar, ob wir tatsächlich jetzt noch die Zeit haben, auch über 10 Uhr hinaus zu machen. Wenn wir exakt um 10 Schluss machen müssen, dann macht es jetzt keinen Sinn, noch weiterzumachen. Das wird jetzt nochmal gerade geklärt. Das dauert eine Minute ungefähr. Also rein von der Hallenzeit her ist es möglich. Es ist jetzt nur die Frage, die Security verlässt uns gleich. Wir müssten die auffüllen. Das heißt, wir müssen jetzt erst klären, ob es uns möglich ist, die aufzufüllen. Dann können wir problemlos länger machen. Gebt uns einfach, ich würde vorschlagen, ich würde jetzt einfach mal den GO-Antrag auf 5 Minuten Pause stellen. Die tut uns sicher allen gut. 5 Minuten frische Luft. Unterbrechung? Ja, also ich stelle genau genommen den GO-Antrag auf 5 Minuten Unterbrechung der Sitzung. Oder... Okay, ich sehe keine Gegenrede. Moment, ist das ein... Ich kann zwar nicht mehr reden, ich meine vor dem Moment. Ich entscheide jetzt einfach mal selbsttätig, dass die Versammlung für 5 Minuten unterbrochen ist. Wir müssen noch eine offene Frage klären und wir machen dann gleich weiter.
So, vielen Dank. Die Security-Frage ist geklärt. Anscheinend gibt es einige eifrige Piraten, die sowas öfter machen und die sich einfach an die Türen stellen. Vielleicht einen Applaus für die Spontan-Security. So, wo sind denn die Leute, die hier die Losung machen wollten? Die sind jetzt alle... So. Daniela und ich machen jetzt die Losung. Die schreiben mit. Entschuldigung, Timer, schreibt ihr mal die Ziffern mit? Du schreibst auch mit. Ja, wir brauchen die ja direkt. Ja. Achtung. So, es geht los mit der Nummer 42, 37, 22. 11. 1. 41. 10. 36. So, ich sag's nochmal. 42, 37, 22, 11, 1. 41, 10, 36. 36, 10, 41, 1, 11, 22, 37, 42. Es bewegt sich immer noch keiner auf der Bühne. Vielleicht nochmal mit den Namen. Also ich weiß, dass Laura 1 ist. Die 42 ist der Michael Ickes. Die ist auf dem Weg. 42 ist Michael Ickes. Ja. Ah. Das ist hell. Boah, gelb geht gar nicht. Bitte wechselt die Farbe. Kommt gleich. Gelb, scheiße. So, Michael Ickes. Jens Kuhlmann. Laura steht schon da. Hans. Lühr. Wird geändert. Hase ist da. Boah, Alter, ich krieg auch nichts. Georg. Jürgen. Ist Lühr noch da? Lühr? Man kann sagen, das Verhalten erschien mir sexistisch oder das Verhalten kam bei uns. Ja. So wie also zu Sitzfleisch. So. Das ist an der Grenze, aber zu sagen, du. Also Sitzfleisch braucht man im Bundestag eine ganze Menge. Möchte jemand von euch einen Stuhl? Wollen wir Stühle? Ja. Nochmal eine Ansage von Vorstand bzw. der Ex-Vorstand, jetzt Security. Das ist definitiv die letzte Runde. Ja, das ist definitiv die letzte Gruppe, die befragt wird, weil wir danach aus technischen, sozialen und emotionalen Gründen aufhören müssen. Ja, Laura. Ob uns ein paar barmherzige Leute eben 6 Stühle hochbringen könnten? 8, Entschuldigung, 8. Ja, natürlich geht es direkt mit der Frage. Dann haben wir hier. Yes. Tut mir leid. So. Reicht, danke. Sind alle da? 1, 2, 3, 4, 5 zähle ich. So, nochmal durchzählen bitte. Es fehlen jetzt noch der Jürgen Nowak, Michael Ickes ist auch nicht da. Hans-Joachim Weinberger. Ihr verbaut mir alle die Sicht auf die Kandidaten. Hast du gerade noch irgendwas vor? Zusammen? Nein? Maria, ich krieg's ja. Nö, ich bin dann eigentlich noch raus. Stimmt. Tschüss. So, Jürgen Nowak, Hans-Joachim Weinberger und Lühr Waldmann fehlen. Leute. Oh. Hat jemand noch die Möglichkeit, Lühr Waldmann, Jürgen Nowak oder Hans-Joachim Weinberger anzurufen, ihm Bescheid zu sagen? Gut. Wollen wir noch einfach Leute dazu losen? Das geht nicht, weil wenn du kommst, dann. Kommt ihr dann morgen dran, wenn man niemand da ist? Ich hab dir eine Frage gestellt. Ich hab nein gesagt.
können das ja willkürlich tun. Es gibt ja eine Empfehlung der Versammlung, so und so zu agieren. Und wir haben doch das mit den Gruppen selber festgelegt. Dagegen nachzulosen, weil du extra fahren kannst und die Zeit jetzt vielleicht die nicht fährste oder nicht schönste. Okay. Du kannst da nicht deinen Platz ändern, dadurch, dass du einfach Was? So, ich bitte jetzt alle ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ihr könnt euch schon mal anstellen, wenn ihr vorhabt, Fragen zu stellen. Der erste Fragesteller ist der gleiche wie auch in der letzten Runde. Nehmt euch ein Beispiel an Felix, der weiß, wann es drauf ankommt. Wir haben jetzt nur 5 von den eigentlichen 8 gelosten Kandidaten. Ein ganz kleiner Moment. Was gibt's? Ich finde es etwas bedenklich, dass man hier heute unabsichtlich wählen ganz kann. Schnell machen. Leute, die nicht da sind, kommen morgen dran. Das können wir morgen klären. Dass die wählen können. Das können wir morgen klären. Den Vorschlag können wir morgen noch umsetzen. So. Also wir bekommen von allen Seiten die gleichen Fragen. Es gibt die Frage, ob man jetzt einfach Kandidaten nachziehen kann aus dieser Box. Das Problem ist, dass Kandidaten gefahren sind und es natürlich unfair ist, wenn Kandidaten einfach beschließen, ich habe nur Lust, abends bis 8 auf einer Versammlung zu sein. Andere sagen, ich mache bis zum Ende durch. Und die Entscheidung, ich fahre einfach mal um 8, führt dann dazu, dass man einfach ganz relaxed am nächsten Morgen um 11 Uhr befragt wird. Also das kann man als Ungleichbehandlung ansehen. Wir werden aber morgen mit euch als Versammlung gemeinsam darüber sprechen, ob die Kandidaten nochmal individuell befragt werden. Ich weise aber trotzdem nochmal darauf hin, dass die Gesamtrestzeit der Kandidaten, die jetzt ausgefallen sind, immer noch genutzt werden kann in der allerletzten Runde, wo die Ja-Nein-Fragen an alle gestellt werden und jeder Kandidat immer noch die Möglichkeit hat, bei jeder Ja-Nein-Frage noch persönliche Statements abzugeben. Das heißt, es gibt nicht die Situation, dass Restredezeit komplett verfällt, weil ein Kandidat jetzt nicht an der individuellen Fragerunde teilnimmt. Da kann ich euch also beruhigen. Wir klären das andere morgen. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir von den 8 Kandidaten, die jetzt gelost wurden, jetzt und wo von denen nur 5 anwesend sind, jetzt auch diese Fragerunde mit den 5 Kandidaten machen. Alles Weitere können wir euch morgen nochmal zur Frage geben. Und wie gesagt, die Gesamtrestredezeit verfällt definitiv nicht. Jetzt kommen wir zur Aussprache mit diesen 5 Kandidaten. Ich bitte euch, etwas zur Ruhe zu kommen und erteile Felix das Wort. Bitte schön. Ja, bevor ich die Frage stelle, muss ich einfach mal sagen, herzlichen Glückwunsch an euch 5, die ihr hier noch da sitzt von den 8. Ihr beweist zumindest, dass ihr Sitzfleisch habt. Ich würde persönlich alle anderen auch dazu auffordern, die 4 Leute, die es nicht mal auf die Reihe kriegen, das Ende der Aufstellungsversammlung abzuwarten, gar nicht erst zu wählen, weil dann haben sie im Bundestag, glaube ich, nichts zu suchen. Sitzungen dauern da deutlich länger als bis 21.38 Uhr. Zu meiner Frage, lieber Hartmut, schätzt du den Stress, Aufwand, Druck, Aufmerksamkeitswahn etc. eines Bundestagsabgeordneten geringer ein als den eines Landesvorsitzenden? Das war eine Frage an Hartmut Semken mit der Nummer 37. Bitte gebt uns ein bisschen Zeit, weil wir ein neues Versammlungshelferteam haben. Seid ihr bereit? Dann jetzt die Generalprobe. Mal gucken, ob die Uhr läuft. Oh, die läuft schon. Super, dann Hartmut Semken, bitte. Es war nicht der Stress. Es war schlicht und ergreifend meine Hybris. Ich habe tatsächlich geglaubt, ich kann das, was die Piraten von einem Vorstand verlangen, nämlich ein leeres Gefäß ohne eigene Meinung zu sein, ich könnte das sein. Aber es hat sich herausgestellt, ich habe mich geirrt, ich kann nicht profillos. Als Abgeordneter muss ich das aber auch nicht. Und daher glaube ich, dass ich das tatsächlich hinbekomme, die vollen 4 Jahre. Vielen Dank. Wir haben einen GO-Antrag. Bitte. GO-Antrag auf Schließung der Redeliste. Es gibt einen GO-Antrag auf Schließung der Redeliste.
Ich sehe Gegenreden. Bitte, möchte jemand die Gegenrede begründen? Zwei Leute, bitteschön. Ich bin ja ein Fan davon, aber das ist mir zu früh. Das ist mir zu früh. Es ist zu früh, sagt Martin. Noch eine Begründung? Ich will früh nochmal begründen. Ich weiß nicht, ob alle... Ja, egal, Mann. Ey, es geht um die Zeit, dass die Zeit nicht ablaufen wird, aber egal. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortbeiträge. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den GO-Antrag. Wer ist dafür, dass die Redeliste geschlossen wird? Bitte jetzt die blaue Karte heben. Wer dagegen ist, die Karte mit dem Kreuz, die orange ist. Das ist eine Mehrheit gegen den GO-Antrag. Damit bleibt die Redeliste offen. Bitte der nächste Fragesteller. Eine Frage an Laura. Und zwar das Problem betreffend, in den Ausschüssen zu sitzen, in denen man legitimerweise keinen Rückenhalt durch die Partei hat. Das heißt, wo wir noch keine legitimierten Beschlüsse haben auf Bundesebene, sprich Gesundheit, Verteidigung etc. pp. Und wie willst du dich da, willst du da A, überhaupt rein? Und wenn ja, wie willst du dich in diesen Ausschüssen inhaltlich positionieren und wie willst du dort argumentieren? Heißt das, nimmst du überhaupt Stellung oder sagst du, die Partei hat dazu noch nichts zu sagen oder nimmst du deine eigene Meinung in Anspruch? Wie willst du dich da als Abgeordneter verhalten? Das war eine Frage an Laura. Bitte schön, deine Zeit. Die Antwort ist ganz einfach. Ich will uns positionieren, nicht mich. Wenn wir in einem Ausschuss ein Thema behandeln, zu dem es noch keine klare Position gibt, gibt es dazu einen ganz klaren Prozess. Ich gucke, ob ich aus dem Programm was Klares ableiten kann. Ich gucke, ob was im Liquid ist und wenn nicht, stelle ich eine Indie ins Liquid ein. Vielen Dank. Ich stelle fest, das neue Versammlungshelfer-Team arbeitet sehr sauber und die Uhr ist angehalten. Und bitte die nächste Frage. Genau, ich weise die Versammlungsleitung darauf hin, dass meine Frage relativ lange dauern wird. Deine Frage was? Wird lange dauern. Also ich muss etwas ausholen. So. Es gab in Steglitz-Zehlendorf das Bestreben, die Heinrich-von-Treitschke-Straße umzubenennen, weil Heinrich von Streitschke der Urheber des Spruches, die Juden sind unser Unglück, ist. So. Die CDU stellte sich gegen diese Umbenennung. Die Piraten haben probiert, mit Hilfe einer Bürgerbeteiligung diese Umbenennung doch noch gegen die CDU durchzukriegen. Das ist gescheitert, weil die Bürger gegen die Umbenennung dieser Straße waren. Die Piraten haben jetzt ein Problem, denn die Piraten haben gesagt, wir sind für Inklusion, für Teilhabe, für die Diskriminierungsfreiheit, damit gegen Antisemitismus. Kannst du ganz kurz sagen, an wen die Frage gleich gehen wird? Das wird gleich an Georg gehen. An Georg. Georg hat die Nummer 10. Das heißt, die Piraten haben gesagt, wir sind für Inklusion, Teilhabe und Diskriminierungsfreiheit in Form von Antisemitismus. Wir sind aber auch für Bürgerbeteiligung. Jetzt hat die Bürgerbeteiligung etwas ergeben, was gegen Inklusion, Teilhabe und so weiter geht. Ich habe die Entscheidung der Piraten Steglitz-Zehlendorf verteidigt, weil ich es für gescheit halte, zu zocken und zu hoffen, dass die Bürgerbeteiligung so ausgehen wird, dass wir den Treitschke darunter kriegen. Ohne Bürgerbeteiligung wäre das sowieso nicht gegangen. Das finde ich gut. Ich habe dich verteidigt, Georg. Gerade eben hast du mir gesagt, dass du generell Symbolpolitik ablehnst und dass du nicht denkst, dass es notwendig ist, dass der Treitschke, der Heinrich von Treitschke, von diesem Straßenschild verschwindet. Mit der Verteidigung der Anwesenheit von Heinrich von Treitschke aus inhaltlichen Gründen auf diesem Straßenschild bist du für mich unwählbar geworden. Das tut mir leid, aber ich möchte dir die Gelegenheit geben, dazu ein Statement abzugeben. Entschuldigung, ich habe das Statement von der Seite jetzt nicht gehört. Georg, bitte. Ja, halt. Georg hat das Wort. Ganz kurz, ich habe das immer schon gesagt, auch vorher gesagt, dass ich diese Möglichkeit, einfach nur eine Straße, einen Straßennamen verschwinden zu lassen, nicht für richtig halte. Ja, dazu stehe ich. Ich bin der Meinung, wir sollen uns sehr intensiv inhaltlich damit auseinandersetzen und eben mit diesem Straßennamen und mit dem da dran auch dranhängenden Harry-Breslau-Park
die Auseinandersetzung mit nationalsozialistischen, antisemitischen, ja, fremdenfeindlichen Tendenzen ausdrücklich weiter als Debatte führen und nicht einfach unter den Teppich kehren. Denn für mich kommt es so an, dass man mit der Streichung des Namens dann sagt, ja, damit ist dieses Problem beseitigt. Ich habe auch ausdrücklich gesagt, ich kann auch mit der Entscheidung, und die habe ich auch vertreten, der Partei, dass wir gegen diesen Namen sind, kann ich auch leben und ich habe sie da auch vertreten. Ich habe aber auch das Recht auf eine persönliche Meinung. Vielen Dank. Die nächste Frage bitte. Ja, bevor ich zu meinem Teil für die Kandidatinnen und Kandidaten komme, möchte ich vorher noch mal ein Statement abgeben. Ich widerspreche ausdrücklich dem, was Felix hier vorhin über die abwesenden Kandidatinnen gesagt hat. Es ist tatsächlich in einzelnen Fällen massiv begründbar, dass Menschen hier nicht bis spät abends rumsitzen. Unter anderem Menschen, die einen barrierefreien Sanitärbereich brauchen, sind momentan bei diesen Witterungsverhältnissen darauf angewiesen, draußen in ein Dixi-Klo zu gehen. Und das muss man nicht, sich nicht zumuten. Punkt 2. Ein Statement zu Georg und danach habe ich noch eine Frage an Hartmut. Georg. Warte mal ganz kurz, Olli, Protokoll meldet ein Problem. Wir haben gerade kein Protokoll und kein Netzwerk. Als Hinweis an die IT, wo sitzt sie überhaupt? Heiko, bitte fixen. Gut, wir schreiben das Protokoll offline weiter, wir sind flexibel. Bitte die Frage jetzt. Okay. Schade, wenn die jetzt... Ach, sie geht doch ins Protokoll. Plätzchen macht das offline. Sehr schön. Georg, deine Begründung gerade, die kann dir einfach niemand durchgehen lassen. Die Benennung einer Straße nach einer Person ist eine Ehrung für diese Person. Und Bürgerbeteiligung als Ausrede dafür zu benutzen, dass eine Straße in dieser Stadt weiterhin nach einem ausgemachten Antisemiten benannt bleibt, lasse ich nicht gelten. Wenn 300 Personen in dieser Stadt für die Umbenennung ihrer Straße in Josef-Goebbels-Straße stimmen, dann werde ich immer dagegen sein und erwarte das von jedem anderen Piraten auch. Okay. Okay, die Aussage an sich ist okay. Ein bisschen weniger Emotionen wäre vielleicht nicht schlecht, aber ich verstehe, dass das Thema emotional aufgeladen ist. Georg, du möchtest antworten? Ich hab danach allerdings noch eine Frage an Hartmut. War angekündigt. Ja gut, dann erst an Hartmut noch die zusätzliche Frage. Hartmut, du und ich und ich glaube viele andere erinnern uns noch an das Vorspiel zu deinem Rücktritt als Landesvorsitzender. Maßgeblich daran beteiligt waren ja deine Aussagen in der Öffentlichkeit bezüglich der Rechtmäßigkeit und Nachvollziehbarkeit bzw. politischen Tragbarkeit von Blockaden. Im Sinne von, wir blockieren eine Nazi-Demo. Dieser Landesverband hat sich mehrfach wiederholt dafür ausgesprochen, Blockaden von Nazi-Demos als legitimes Mittel anzusehen und Blockaden und zivilen Ungehorsam als legitimes Mittel im demokratischen Staat anzusehen. Du hast es als Nazi-Methode bezeichnet. Damals. Wie ist deine Haltung heute zu diesem Thema? Vielen Dank. Das waren zwei Fragen. Eine an Georg, bitte, und dann eine an Hartmut. Erstmal die Frage an Georg. Bitte schön, Georg. Ich will nur ganz kurz eins sagen, was immer unterschlagen wird. Wir haben uns nicht für den Erhalt des Namens Treitschke-Straße eingesetzt, das haben wir deutlich gesagt, sondern die Frage war, ob das nach Bischof Kurt Schaaf zu benennen ist. Und ich glaube, wir hätten hier genauso viel Shitstorm gehabt, wenn wir dann dem zugestimmt hätten, dass eine Straße dann nach einem Bischof Kurt Schaaf benannt wird. Das ist das eine. Und ich sage nochmal, für mich ist eine Wegstreichen der Straße nicht das beste Mittel, aber ich trage ohne weiteres, wenn es möglich ist, auch da die Parteimeinung mit. Vielen Dank. Und jetzt bitte keine weiteren Statements. Die Frage ist gestellt und beantwortet und Hartmut ist dran. Bitte schön. Die Aberkennung von Bürgerrechten geht nicht. Punkt. Demonstrationsrecht ist ein Bürgerrecht.
Ich bleibe bei dieser Haltung. So stehe ich hier, ich kann nicht anders. Wenn man als, ich denke, die Grenze ist da überschritten, wo eine Partei zur Blockade einer Demo aufruft, so leid es mir tut. Wenn, zumal es mildere Mittel gibt, es gibt die Möglichkeit, Unterstützung, Erfrischungsstände für Blockierer einzurichten, gerade so an der Grenze, ja, das ist drüber. Die Haltung ist dieselbe. Es ist Aberkennung von Bürgerrechten. Es ist der Beginn, in meinen Augen, der Beginn von Ausgrenzung, die ich nicht mittragen kann. Vielen Dank. Die Frage wurde beantwortet. Ich weise noch mal darauf hin, weil eben noch von Kandidaten die Frage kam, ob sie möglicherweise noch heute drankommen. Noch mal der Hinweis, das ist definitiv die letzte Runde. Ja. Wenn Kandidaten, nein, das ist jetzt, also es ist definitiv die letzte Runde. Und wenn Kandidaten jetzt sich betrinken möchten, können sie das tun. Also ich fordere niemanden dazu auf. Ich sage nur, es gibt die Möglichkeit. Nächste Frage bitte. Also ich stelle nochmal die gleiche Frage wie vorhin, und zwar, was wird mit euch im Bundestag nicht gehen? Also wo sind eure Grenzen, wo habt ihr Gewissenskonflikte? An wen? Ich stelle an drei Kandidaten diese Frage und die zuerst sich melden halt. Kannst du es ein bisschen spezifizieren? Du kannst deine... Wer zuerst das Ärmchen hochhebt, die ersten drei. Drei Leute bitte. Gibt es jemanden, der Laura, die Frage antworten möchte? Jens und Ickes. Gut. Stopp. Vielen Dank, Laura. Und bitteschön. Nie für Todesstrafe. Dankeschön. Moment. Jens möchte antworten. Ja, ich habe mit 18 den Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigert und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Das heißt, ich würde zum Beispiel so einem militärischen Abenteuer wie dem Irakkrieg, den George Bush angezettelt hat, niemals unterstützen und würde immer offensiv gegen sowas vorgehen. Vielen Dank. Gibt es noch einen weiteren Kandidaten, der unbedingt antworten möchte? Das sieht nicht so aus. Damit ja, dann los. Steh auf. Schlafsack. Und Michael, bitteschön. Ich kann gerade an nichts denken, was... nicht mit mir gehen würde. Danke. Vielen Dank für dieses Statement. Martin, bitte. Ich habe einen Hinweis bezüglich der Kandidaten für diese Versammlung. Wenn ihr, liebe Versammlung, glaubt, jemand sei ohnehin nicht wählbar und das Gefühl habt, viele andere glauben das auch, dann finde ich, solltet ihr nicht unbedingt noch Fragen stellen, denn es geht nicht darum, diese Zeiten aufzubrauchen. Also es muss nicht jeder immer wieder gefragt werden, wenn man so schon weiß, dass er wahrscheinlich keine Chance hat. Danke. Gut, bitteschön, nächste Frage. Ja, das würde ich sogar noch erweitern wollen, weil der Statement zu den Kandidaten, die nicht anwesend sind, geht auch andersrum. Wenn ich mich umgucke, dann ist die Halle doch schon deutlich ausgedünnt. Ich möchte deswegen die Kandidaten und auch die Versammlung darauf hinweisen, dass es möglich ist, sich Zeit für morgen, für die gemeinsame Fragerunde und für Statements zu Abstimmungen übrig zu lassen, wo dann mehr Leute auch inhaltliche Aussagen hören können. So, zu den Fragen. An Laura, die Frage, die ich vorhin an die Damen in der anderen Runde gestellt habe, was hältst du von der Aufschreidebatte, welche politischen Initiativen kannst du daraus ableiten für die Arbeit im Bundestag? An Jens, die Frage, ich habe beim letzten Bochumer Parteitag eine kontroverse Aussage in eine Kamera gesagt. Und zwar habe ich gesagt, dass die Piratenpartei für mich als links im Parteienspektrum einzuordnen ist. Dafür habe ich auch Kritik bekommen. Wie würdest du das sehen, beziehungsweise was würdest du zu meiner Aussage sagen? Also ich habe gesagt, die Piratenpartei ist links. Dann zu Boro, das ist die letzte Frage, die ich habe. Warum habt ihr keinen, also du hast keine, okay, dann mache ich es in dein Statement, aber das kannst du ja, also vielleicht kannst du es nochmal auf Twitter schreiben. Ich finde es schade, dass ihr nicht in der Lage wart, einen Änderungsantrag zu dem Antrag der SPD für die Umbenennung der Straße anzustreben. Also, so. Aber die beiden Fragen sind, glaube ich, klar.
Stange. Moment, also die erste Frage an Laura, dann an Jens und dann ein Statement zu Georg, ja? Okay, Laura kriegt 3 Sekunden mehr, weil sie eben 3 Sekunden weniger hatte. Und bitte los. Genau. Ich finde, Aufschrei war und ist eine wahnsinnig wichtige Debatte, die gezeigt hat, dass Sexismus kein Einzelfall, sondern ein strukturelles Problem ist, die auch wieder den Fokus auf Diskriminierung gelegt hat. Wir haben dazu ganz, ganz klare Positionen im Programm. Ich finde auch, bin sehr froh und sehr glücklich, dass sich sehr viele Piraten in dieser Diskussion lautstark geäußert haben und uns damit als Partei positioniert haben. Genau das wollen wir im Bundestag weiter tun. Vielen Dank. Habt ihr Jens? Ja. Moment. Ja, okay, bitte Jens. Also ich sehe in der Piratenpartei viele gute Ansätze und auch Beschlüsse, die darauf hinzielen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich wieder kleiner wird. Und wenn das links ist, dann bin ich sehr froh, dass ich in einer linken Partei bin. Ja. Vielen Dank. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, noch ganz kurz ein Hinweis von mir. Ich fand die Beiträge von Martin, Maha, Felix und noch einen von Olli auch durchaus berechtigt zu anwesenden, nicht anwesenden Kandidaten. Aber ich würde doch bitten, jetzt nicht zu ausufernd zu Sachen zu sprechen, die jetzt nicht Fragen oder Statements zu Kandidaten sind. Bitte schön. Ja, also für einen Bundestagsabgeordneten sind mir 3 Punkte sehr wichtig. Und zwar einmal Lauterbarkeit, einmal, dass die Person konsistent ist in ihrem Handeln, dass sie halt das auch tut, was sie sagt, was sie tut und nicht die Meinung wechselt. Und dass sie überlegt handelt, dass sie nicht vorschnell handelt, sondern darüber nachdenkt. Und bei dir, liebe Laura, habe ich da leider ein wenig Bedenken. Und ich werde jetzt im Folgenden ausführen, warum ich diese Bedenken habe. Dazu muss ich ein paar Sachen erzählen. Erstmal geht es um eine Situation am 9. August 2012. Dort hat sich das Berliner Squad Wirtschaft und Umwelt getroffen mit 12 anderen Personen und da war Laura auch dabei. Und ich habe ein Protokoll nachgelesen, dass Laura dort gesagt hat, sie stellt sich eine Koordination von Wirtschaftsthemen vor. Sie möchte den aktuellen Grundsatzprogramm etwas entgegensetzen, das, was schon existiert, etwas entgegensetzen bzw. es hinzufügen und plant dazu 3 landesweite Mumble-Sitzungen. Dazu hat sie eine Wirtschaftskonferenz gegründet, die WIKOKO, und wollte, also du, Zitat von dir aus einer Mail in der Mailingliste, Programme entwickeln und diese dann gemeinsam auf Parteitagen vorstellen. Ich habe dann geguckt, was aus diesen Mumble-Sitzungen geworden sind und bin auf die Seite, die da verlinkt wurde, raufgegangen. Ich habe leider nichts gefunden. Ich habe einen Link auf Wirtschaftspiraten gefunden und bei den Wirtschaftspiraten waren dann Leute anwesend, aber Laura habe ich da nicht gesehen. Und dann gab es eine Euvicon hieß die. Und da habe ich dich gesehen. So. Diese Euvicon hat irgendwie am 4. Oktober stattgefunden. Der Bundesparteitag war 25.11. Ich würde dich jetzt bitten, zu einer Frage zu kommen. Ja, gut. Ich möchte nur, dass die ganze Versammlung weiß, was ich hier gerade eben weiß und was auch öffentlich ist. An dem Tag, an dem du die besagten Vorschläge gemacht hast, du möchtest eine Koordination von Wirtschaftsthemen, du möchtest landesweite Mumble-Sitzungen, du möchtest Programme entwickeln und diese gemeinsam dann auf Parteitagen vorstellen, hast du zum selben Zeitpunkt, als du dort warst im Berliner Squad Wirtschaft und Umwelt, um 21.26 Uhr ins deutsche Liquid ein Grundsatzprogramm zum Thema Wirtschaft eingestellt. Und dadurch, dass du diese Initiative so früh eingestellt hast, ohne Not, im August, hat es dazu geführt, dass du Fakten geschafft hast, während du sagst, ich möchte eigentlich mit anderen Leuten Programme entwickeln. Und es hat dazu geführt, dass Sachen, die man auf der Euvicon besprochen hat oder besprochen hätte können, nicht mehr in dieses erste Grundsatzprogramm einfließen lassen kann, zumindest auf Liquid-Feedback-Ebene, weil halt dieses Thema, dieser Programmpunkt schon im eingefrorenen Zustand ist. Ich habe daher das Gefühl, entweder machst du halt Dinge, die widersprüchlich sind und bemerkst es nicht,
Oder ist es so eine Art und Weise, dass du nach außen hin von Teilnahme und Kooperation sprichst und sie fördern möchtest, während du zeitgleich Fakten schaffst? Salomon, ich glaube, die Message ist ungefähr angekommen. Ja, meine Frage ist jetzt einfach. Du musst keine Frage stellen, aber es wäre nett, wenn du zum Ende kommst. Bitte zum Ende des Statements kommen oder eine Frage stellen. Ja, meine Frage ist, wo ist mein Denkfehler? Okay. Laura möchte auf diese Frage nicht antworten. Vielen Dank. Nächste Frage bitte. Okay, ich habe ein Statement oder auch eine Frage an Harmut Semken. Er hat vorhin gesagt, also er kandidiert für den Bundestag und hat vorhin gesagt, er will die Welt verbessern. Und ich glaube, die Frage ist, glaubt ihr nicht irgendwie, dass er da ein bisschen übers Tor hinausgeschossen hat? Und ich erwarte eigentlich vom Politiker mehr Treffsicherheit. Und ich glaube auch nicht, dass der Bundestag dafür da ist, gute Gefühle zu bekommen. Das war eine Frage an Hartmut. Eine halbe Frage. Gibt keine Antwort. Bitte der Nächste. Ja, so eine Frage an... Am Anfang formulieren, an wen du fragen möchtest. An Hartmut, Georg und Laura. Ach so, du hast keine Zeit mehr. Okay, dann Michael. Du hast gesagt, Blockieren von Nazi-Demos lehnst du ab. Das wäre ein Beschneiden von Grundrechten. Es irritiert mich etwas. Ich sitze öfters in der Route der Nazi-Demos und werde weggetragen. Ich finde es okay, wenn ich weggetragen werde, weil ich finde es okay, dass die Polizei das Recht der Demonstranten durchsetzt gegen meine Blockade. Das ist okay. In diesem Punkt stimmen wir überein. Und für mich ist es auch okay, wenn du dann Erfrischungsstände machst und uns mit Erfrischungen versorgst. Ich habe damit nicht so ein Problem. Jetzt die Frage an euch, an die ich genannt habe. Würdet ihr euch hinsetzen und blockieren, Nazi-Demos blockieren? Und wie verhaltet ihr euch, wie ist euer Standpunkt? Seid ihr gegen ein Verbot der Nazis oder seid ihr dafür, mit ihnen zu diskutieren, um die politische Auseinandersetzung zu führen? Ich kann mich erinnern, bei Occupy am Bundespressestand, da hatten wir einen Nazi, der war drin, mit dem haben wir diskutiert, der ist ausgetreten. Und ich sagte ihm dann zu ihm, warum trittst du nicht jetzt irgendwie bei den Piraten oder machst bei uns mit? Sagt er, ihr seid mir zu chaotisch und die Piraten, nee, auch nicht. Also von daher kann ich schon verstehen, dass ein Diskussionsansatz wichtig ist, dass die Bürgerrechte wichtig sind, aber ich kann nicht ganz verstehen, wie man tatsächlich sagt, durch Sitzen von einer Nazi-Demo verwehrt man ihnen die Bürgerrechte. In diesem Fall ist für mich die Polizei zuständig, gegen mich die Bürgerrechte durchzusetzen, Bürgerrechte auf Demonstrationen. In dem Punkt bin ich deiner Meinung. Sie haben dieses Recht. Okay, vielen Dank. Das waren Fragen an Hartmut, der schon am Mikro steht, an Georg, der keine Redezeit mehr hat. Und der dritte war, glaube ich, Michael. Also Michael schon mal fertig machen und jetzt der Hartmut, bitte. NPD verbieten, vollen Respekt für jeden, der blockiert, keinen Aufruf zu Blockaden durch die Partei. Vielen Dank, kurz und knackig. Michael, bitte ans Mikro, seid ihr bereit? Kann ich passen? Ja, Michael passt, wird nicht antworten. Nächster Fragesteller, bitte. Ja, ich habe aus Neugierde vier Fragen an Laura, die ich... Es gibt viele interessante Informationen über dich. Bisschen näher ans Mikro. Ich habe über Laura viel im Netz erfahren können. Es sind lediglich vier Fragen offen geblieben, die mich interessieren würden, weil eventuell das ja im Wahlkampf auch nachgefragt wird und auch wichtig ist, um einzuschätzen, wie du als doch relativ junge Kandidatin im Vergleich zu anderen einzuordnen wärst. Das erste ist, als Wirtschaftsinformatikerin, was ist so deine Informatikphilosophie? Das zweite, als Wirtschaftsinformatikerin, was ist deine Informatikphilosophie? Also, wo siehst du Probleme, in welche Richtung soll die Entwicklung gehen? In dem Maße, wie halt Politik da eingreifen kann. Das zweite ist,
Die zweite Frage ist, du schreibst, dass du Doktorandin bist. Da würde mich interessieren, was dein Dissertationsthema oder deine mögliche These ist, um dich besser kennenzulernen. Das dritte ist, du hast geschrieben, dass du als Unternehmensberaterin DAX-Unternehmen beraten hast, und da wollte ich fragen, was für Kritikpunkte du an den Großunternehmen, großen Kapitalgesellschaften in Deutschland zurzeit hättest. Also konstruktive Kritik ja wahrscheinlich, sonst würden sie dich nicht bezahlen. Dritte Frage, absichtlich provokativ, ich glaube, du kannst auch gut umgehen, dir wird immer Kampflesbe nachgeworfen. Also Entschuldigung bitte, aber diese Begriffe wollen wir hier glaube ich nicht benutzen. Doch, ich habe mir vorher Erlaubnis dafür gegeben lassen. Hast du eine These zu Kampflesben? Nee, ich habe dich gerade darauf hingewiesen, dass wir den Begriff nicht benutzen wollen. Bitte geh jetzt mal vom Mikro weg, das ist glaube ich jetzt genug. Lara, möchtest du darauf antworten? Okay, bitteschön. Antwort auf Frage 1. Ich sehe die Gefahr darin, dass es Tendenzen in der Gesellschaft gibt, Maschinen für die besseren Menschen zu halten. Punkt 2. Ich schreibe meine Dissertation über Frauen in Führungskräften, in Führungspositionen in einer speziellen Branche. Frage 3 hat mit meinem Job zu tun, mein Arbeitgeber fände es, glaube ich, nicht so geil, wenn ich hier drüber rede. Frage 4, sorry, Begriffe, die Menschen aufgrund von was auch immer diffamieren und diskriminieren, nicht mit mir. Also bitte werft keine beleidigenden Begriffe in den Raum und sag, was denkst du dazu? Entschuldigung, also das ist nicht akzeptabel. Bitte jetzt den Nächsten. Danke. Aus Zeitgründen leider keine Frage. Abhilfsweise allerdings ein Statement zu Georg von Borovicini. Und ich bemühe mich darum, da er keine Gelegenheit hat, auf mich zu erwidern, um eine möglichst respektvolle Formulierung, die ihn auch nicht angreift. Ich möchte allerdings doch noch eine Sache zu der Entscheidung um die Treitschke Straße sagen. Und zwar, ich halte die Begründung, die dort vorgebracht wird, in Bezug auf Bürgerbeteiligung für entschieden zu kurz gedacht und in Hinblick auf mögliche andere Entscheidungen, was Bürgerbeteiligung und so weiter angeht, auch für bedenklich. Und ich möchte kurz erläutern, warum. Und zwar deshalb, weil sie aus irgendeinem mir nicht ganz klaren Grund davon ausgeht. Entschuldigung, hört man? Okay. Ich verbitte mir sowas. Aus irgendeinem mir nicht ganz klaren Grund davon ausgeht, dass die Menschen, die alleinig darüber zu entscheiden haben, wonach eine Straße benannt werden oder nach wem eine Straße benannt werden kann, was immer eine öffentliche Ehrung ist, wie schon gesagt wurde, die Anwohner dieser Straße sind. Nicht die Anwohner irgendwelcher Nachbarstraßen, nicht die Anwohner des Bezirks oder nicht auch irgendwie alle Menschen auf der Welt oder in diesem Fall möglicherweise auch jüdische Menschen, die sich irgendwann mal in der Lage sehen könnten, einen Brief zu schreiben, um dem Absender Treitschke-Straße schreiben zu müssen. Und ich finde das, wie gesagt, entschieden zu kurz gedacht. So, vielen Dank, Simon. Und jetzt ist der Harry dran. Jo. Auch ich werde mich darum bemühen, möglichst wenig beleidigende Sprache zu verwenden. Eigentlich bin ich hier nur mit einem Statement vorgekommen. Ich gebe noch ein zweites dazu. Es ist oft eine Zumutung in dieser Partei, in AGs gezwungen zu werden, mit deren Konstituierung man nichts zu tun hatte, mit Leuten, die man vielleicht gar nicht kennt, und von diesen AGs dann abhängig seine Inhalte einzubringen. Das ist ein Filter, der ist nicht kontrollierbar, ja, für Leute, die neu dazukommen. Und ich finde es ein Unding, das Leuten vorzuwerfen, wenn sie trotzdem Inhalte einbringen wollen. So, Statement 2. Georg, jetzt muss ich mich mehr bemühen. Sorry. Du versteckst dich hinter einem angeblichen Bürgervotum, das eine blöde Umfrage war. Ja. Zweitens, du
revealst hier, du kommst hier raus mit einer zweiten Motivation, die du vorher verschwiegen hast, nämlich, dass du es für genauso schrecklich hältst, einen Bischof für eine Straßenumbenennung zu akzeptieren, als einen der großen Begründer des modernen Antisemitismus in Deutschland. Entschuldigung, nein, das machen wir kurz noch fertig. So kirchenfeindlich sind wir dann auch wieder nicht. Religion ist Privatsache, ja? Aber so sind wir dann auch wieder nicht. Okay, also ihr könnt natürlich immer noch weiter Statements abgeben zur Treitschke-Straße, aber ich weise euch trotzdem darauf hin, dass ihr euch vielleicht einfach mal fragen solltet, ob das noch fair ist, einem Kandidaten, der keine Redezeit mehr hat, Dinge nochmal aufs Brot zu schmieren, die schon 3 oder 4 Mal genannt wurden. Bitte einfach nochmal reflektieren und sich selbst diese Frage stellen. Jetzt zum nächsten Fragesteller, bitte. Ja, hallo, ich habe eine Frage an Laura, und zwar, wie verortest du die Piratenpartei wirtschaftspolitisch und wie verortest du dich da selber? Und weil noch ekes Zeit übrig hat, why not Zoidberg? Wie verortest du die Piratenpartei wirtschaftspolitisch und wie verordnest du dich selber? Frage an Laura. Seid ihr bereit? Wunderbar, bitte. Linksliberal. Dankeschön. Bitte nächste Frage. Da war noch eine zweite Frage, die kann ich noch mal kurz als Proxy stellen. Die war an Herrn Ickes. Why not Zoidberg? Why not Zoidberg? Was auch immer. Ich habe eine Frage an Hartmut, an Jens und an Michael Ickes. Und zwar, welche Position innerhalb einer Bundestagsfraktion würdet ihr anstreben? Also so Vorstand, Vorsitzende, parlamentarische Geschäftsführer, Mitglied im Präsidium und so weiter und so fort. Und warum? Danke. Also, Frage nach der Funktion. In der Reihenfolge Hartmut, Jens und dann Michael Ickes. Hartmut, möchtest du antworten? In 8 Sekunden, bitte. Moment. Keine Ahnung, wer die anderen mindestens 30 Leute sind. Abgeordneter. Danke. Vielen Dank. Jens, Moment. Und Jens, bitte. Also, wenn es eine Funktion gibt, die meinen Fähigkeiten entspricht, dann verschließe ich mich nicht. Das wäre im Moment sowas vielleicht wie demokratiepolitischer Sprecher. Aber alles andere, also sei es Fraktionschef oder parlamentarischer Geschäftsführer und so weiter, erfordert, dass die Fraktion Vertrauen hat in jemanden. Und da mich viele Leute einfach auch noch nicht kennen und noch nicht so viel Erfahrung mit mir haben, sehe ich mich da einfach nicht im Moment. Da glaube ich, gibt es andere Leute, wo man sagen würde, die bringen da schon viel mehr mit und denen trauen wir das erstmal zu. Vielen Dank. Und dann haben wir den Michael. Bitteschön. Ich könnte mir vorstellen, sowas wie einen Landesgruppengeschäftsführer zu machen oder sowas, wenn es so eine Position gäbe oder gibt. Ansonsten strebe ich auch keine Funktion in der Fraktion als solches an, aber denke auch nach über eine parlamentarische Staatssekretärrolle im BMZ zum Beispiel. Okay, vielen Dank, Michael. Und die nächste Frage, bitte. Ich habe eine Frage an Jens. Jens, möchtest du dich zum Mikrofon begeben? Es geht um die Themen Bürgerbeteiligung und Europa. Es geht da spezifisch um den europäischen Volksentscheid oder diverse Möglichkeiten für europäische Bürger, sich an der EU-Politik zu beteiligen. Wie denkst du, kann sichergestellt werden, dass die Bürger kleiner Länder, wie zum Beispiel Litauen oder Zypern, richtig gut beteiligt werden und wie man sicherstellen kann, dass zum Beispiel nicht ein Land wie Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern die einfach mal wegbügelt in der möglichen Bürgerbeteiligung? Und wie kann sichergestellt werden, dass der entstehende Prozess nicht komplett entscheidungsunfähig wird? Nicht komplett entscheidungsunfähig wird wegen Quoren und so weiter. Okay, vielen Dank. Frage an Jens. Bitte schön. Okay, wie ich vorhin schon sagte, Verfahrensfragen sind Machtfragen. Und gerade wenn es darum geht, auch die Interessen kleiner Länder zu berücksichtigen, sind die umso wichtiger. Das fängt ja schon bei der Europäischen Bürgerinitiative an. Da gibt es zum Beispiel ein Quorum, dass diese 1 Million Unterschriften aus mindestens 7 Ländern stammen müssen. Und so eine Art Ländermeer, so nennen das die Schweizer, kann ich mir auch beim Bürgerentscheid
vorstellen. Das heißt, es müsste eine qualifizierte Mehrheit an Ländern zustimmen, dass auch kleinere Länder da mehr zu sagen haben. Ja, vielen Dank. Sehr kompakt. Und deine Zeit ist dann auch um. Also nicht unbedingt mehr Fragen an Jens. Bitte schön, nächste Frage. Schade, dass der Jens keine Redezeit mehr hat. Deswegen kann ich meine Frage nur an Laura stellen. Und zwar, in den letzten Jahren wurde an wenigen Dingen die Wendehals-Mentalität der Regierung so deutlich wie am Thema Energiewende. Und ich möchte gerne wissen, welche energiepolitischen Standpunkte du in den nächsten 4 Jahren für uns im Bundestag vertreten würdest. Das war eine Frage an Laura. Laura möchte nicht antworten. Und dann haben wir einen Geo-Antrag. Bitte schön. Auf Schließung der Rednerliste. Redeliste, Entschuldigung. Ein Geo-Antrag auf Schließung der Rednerinnenliste. Okay. Gibt es eine Gegenrede? Ja. Ist sie formell? Eine formelle Gegenrede? Gut. Ich sehe sonst keine weiteren Gegenreden. Dann stimmen wir jetzt über den Geo-Antrag ab. Wer ist für die Schließung der Rednerliste? Hebe jetzt bitte die blaue Karte. Redeliste. Und wer nicht für die Schließung der Redeliste ist, hebe bitte die Karte mit dem X, die orange ist. Die Kandidaten äußern sich alle nicht. Ich sehe eine Mehrheit an blauen Karten. Damit ist die Redeliste geschlossen. Vielen Dank. Und wir kommen zum nächsten innerlichen Statement oder... Moment, was? Ah ja, genau. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Und der letzte in der Redeliste ist Thomas Wied oder Kalle. Die stehen so brüderlich nebeneinander. Dann ist es Thomas Wied. Dann bitteschön, nächste Frage. Erstmal natürlich ein Statement zur Tretschke-Straße. Ich habe auf der Mailingliste gefragt. Eure Kommunikation war unterirdisch. Ihr habt es nicht kommuniziert. Als mehrfach nachgefragt wurde, habt ihr rumgepumpt und irgendwie so einzeln euch den Scheiß aus der Nase ziehen lassen, das auf der Mailingliste, auf Facebook, dann irgendwie an Vorstand und auf verschiedensten Kanälen euch erklärt. Ich habe einfach nur gefragt, ob von euch irgendeine offizielle Erklärung kommt. Die ist, soweit ich weiß, bis jetzt nicht gekommen. Das war das Statement. Und das ist das, was ich kritisiere, unter anderem an dieser ganzen Sache. Eine Frage, die ich an Laura hätte, wäre, wir haben verschiedene Parteien, zum Beispiel die Grünen, die das irgendwann mal gut fanden, dass Leute in den Kosovo gehen, bewaffnet, um dort einen bewaffneten Konflikt zu beenden. Das wird wahrscheinlich in Zukunft auch auftreten. Da wollte ich fragen, wie du dich in so einem Fall verhalten wirst, wenn du weißt, dass dort Frauen und Kinder vertrieben werden, bei einem militärischen Konflikt, also wärst du dafür, militärisch einzugreifen, um Menschenleben zu schützen, oder würdest du dort auch sagen, Pazifismus, ich lehne das ab? Und dann hätte ich noch einige Fragen an den Herrn Ickes, nämlich ob er diesen Anarchieantrag, den er gestern gemacht hat, auch in den Bundestag einbringen wird, ob er dafür ist, Deutschland, man kann ja mehrere Fragen stellen, habe ich vorhin gehört, ob er dafür ist, Deutschland als das fortschrittliche Land, zum Beispiel Erkundung neuer Territorien, Mond oder Mars, ein deutsches Weltraumprogramm einzubringen, den Bau eines Todessterns zu beantragen und auch, wenn er in den Bundestag kommt, ein Ickes zu sein. Danke. Ob er ein Ickes werden wird? Ob er so bleibt, wie er ist. Okay, jetzt war erste Frage an Laura. Laura ist soweit. Bitteschön. Ich finde diese Frage extrem kompliziert, um sie jetzt irgendwie ein paar Sekunden abzuhandeln. Wenn ich nach meinem freien Gewissen entscheiden würde, würde ich wahrscheinlich dagegen entscheiden, weil ich denke, you can't fight fire with fire. Das ist auch unabhängig, ob Frauen, Kinder, Menschen betroffen sind. Ich freue mich, dass wir in einer Partei sind, in der wir relativ schnell auch bei solch komplexen Themen eine große, breite innerparteiliche Diskussion anstoßen können und hoffe, dass wir das dann früher tun können und einen gemeinsamen Schluss kriegen und es nicht irgendwie unser grünes Gate wird. Vielen Dank. Und Herr Ickes zum Todesstern, bitte. Den Anarchieantrag bringe ich sehr, sehr gerne ein.
im Bundestag zum deutschen Weltraumprogramm, denke ich, das sollte doch lieber multilateral, also auf europäischer Ebene oder auch auf eben im größeren Rahmen international angegangen werden. Und drittens, schnell, meine Zeit läuft weg. Was war die dritte Frage? Nein. Ich bleibe Eckes, danke. Ja, okay. Dankeschön. Nächste Frage, bitte. Ja, hallo, ich bin Julitschka von den Gesundheitspiraten. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Und zwar geht es an Laura. Ich bin relativ neu in der Partei und ich habe die Gesundheitspiraten mit noch anderen organisiert und habe im Zuge der Vorbereitung mit Laura und Kai Gödde viel gesprochen, weil die gleichzeitig die Wirtschaftspiraten mit aufgebaut haben. Und ich muss sagen, also ich war sehr dankbar wegen dem Feedback, dem gegenseitigen Feedback. Ihr seid mit der WIKOKO uns vorangegangen, bei uns ging es nicht so schnell voran. Und ich war auch bei der Euvicon und fand die sehr gut organisiert. Meine Frage ist rückblickend, welche Punkte würdest du Ich wollte nur gerade dem Flo mitteilen, dass er sich nicht mehr anstellen darf. Aber mach ruhig weiter, das ging nicht an dich. Okay. Was habe ich gesagt? Also wie gesagt, ich habe die Zusammenarbeit sehr geschätzt, weil ich viel davon mitgenommen habe. Und meine Frage ist, was würdest du rückblickend jetzt auch im Zuge der Kritik, die gekommen ist, anders machen, um einfach besser zu arbeiten? Okay, das war nur eine Frage an Laura, glaube ich, ne? Dann bitteschön. Ja, Laura, bitte. Also wir haben da relativ gut gearbeitet. Ich habe die Frage ausführlich im Wiki bearbeitet. Ich beantworte sie in kurz. Ich würde mir wahrscheinlich weniger Schuhe anziehen. Also im Sinne von Aufgaben. Okay, vielen Dank. Dann die nächste Frage, Oliver. Hält es? Ja. So. Den aktuellsten BVV-Fail haben wir jetzt eben schon ausgiebig besprochen. Da hätte ich fast vergessen, dass vor ein paar Wochen ja schon einen gab, beziehungsweise vor ein paar Monaten. Tempelhof Schöneberg. Die Piratenfraktion in der BVV Tempelhof Schöneberg hat einem Antrag der CDU dort zugestimmt, ein Gebäude als Studentenwohnheim zu benutzen, das eigentlich als Unterkunft für Asylbewerber vorgesehen war. Obwohl sie durch die dort ansässige SPD-BVV-Fraktion intensivst darauf hingewiesen wurde. Hey Ickes, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mir das in den letzten 26 Sekunden noch erklären kannst und der Versammlung, aber versuch's halt. Okay, vielen Dank. Michael möchte antworten, bitteschön. Das ist ja ganz gemein, weil du das ja besser weißt. Erstmal hat es die SPD nicht erklärt und zweitens war es kein Antrag, das als Studentenwohnheim zu benutzen, sondern zu prüfen, ob es als Studentenwohnheim möglich ist. Nun ist es, der Liegenschaftsfonds hat gesagt, dass es kein Flüchtlingsheim wird. Und, okay, danke schön. Michael wird euch diese Frage dann auf Twitter und im Wiki weiter beantworten. Danke, Michael. Ja, ihr findet Michael. Dankeschön, Michael. Michael wird euch die Frage gleich gerne draußen weiter beantworten. Ich sehe, dass Tom sich wieder hingesetzt hat und sehe einen GO-Antrag. Bitte stell dich ans Mikro, um diesen GO-Antrag zu begründen. GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Ja, bitte? Ist jemand in dieser Versammlung, dessen Meinung über die Kandidaten in der letzten Stunde geändert wurde? Ja, bitte um das ist zulässig. Bitte hebt die blaue Karte, wenn ihr eure Meinung über die Kandidaten in der letzten Stunde geändert habt. Bitte hebt die orangene Karte oder keine Karte, wenn ihr eure Meinung nicht geändert habt. So, ich teile dem
den Antragsteller mit, dass er sich selber überlegen darf, wie viele Karten jetzt oben sind. Ja, es war ein bisschen mehr blau als orange, aber es war sehr durchmischt. Vielen Dank. Salomon möchte einen GO-Antrag stellen. Bitte schön. Auf Unterbrechung der Versammlung. Salomon, das ist ein sehr guter GO-Antrag. Vielen Dank dafür. Bitte. Gibt es eine, ich interpretiere das als einen Antrag auf Vertagung der Versammlung bis morgen früh. Gibt es dazu eine Gegenrede? Bitte schön. Unnötig, das könnt ihr selbst machen. Also die Vertagung, die Unterbrechung ist nicht nötig. Also eine Gegenrede ist das jetzt nicht gewesen. Es war kein Plädoyer dafür, den Antrag abzulehnen. Ihr müsst nicht vertagen, ihr unterbrecht. Gut. Unterbrechung macht ihr als Versammlungsleitung einfach so, Amt. Wir stimmen jetzt darüber ab, dass wir uns morgen um 10 Uhr wieder treffen und die Veranstaltung heute beenden. Bitte hebt jetzt die blaue Karte, wenn ihr der Meinung seid, dass wir für heute genug erreicht haben und uns morgen um 10 Uhr wieder treffen. Bitte hebt die orangene Karte, wenn ihr der Meinung seid, dass wir noch länger machen müssen. Ich weise euch darauf hin, dass es aus technisch-sozialen und emotionalen Gründen nicht möglich sein wird. Vielen Dank. Das Meinungsbild ist, die Abstimmung geht positiv aus. Es waren mehr blaue als orangene Karten. Ich weise euch noch auf einige Kleinigkeiten hin und bevor wir die Versammlung schließen für heute, bitte nehmt eure Wertgegenstände mit. Verlasst euch nicht darauf, dass sie morgen noch an der gleichen Stelle stehen. Bitte seid pünktlich um 10 Uhr hier. Noch irgendwas? Und Nora möchte noch was sagen. Ich übergebe jetzt nochmal an Nora. Für morgen fertig. Ach so. Ja, ich übergebe jetzt an Nora, damit sie morgen früh... Das ist... Okay, ich bin jetzt verwirrt. Die Versammlung ist geschlossen. Vielen Dank. Die Versammlung ist unterbrochen, wie eben angekündigt, bis morgen früh 10 Uhr. Vielen Dank. Und nach der Unterbrechung der Versammlung, Michael, bitte. Der Einsatz, bitte. Liebe Leute, wir brauchen morgen Wahlhelfer ohne Ende. Ich wiederhole, wir brauchen morgen Wahlhelfer ohne Ende. Bringt bitte ein Notebook mit. Linux oder Windows ist prima, Mac ist nicht ganz so prima, aber geht auch. Aber habt was dabei. Dankeschön.